Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Audioflick. Heute ein Film, den sich alle gewünscht haben. Wir machen es möglich. Jetzt. Herr der Ringe, Teil 1 in der Extended Version. Ja, und da sind wir auch schon mit Audioflick und sie winken und freuen sich. Und ich freue mich, dass sie heute da sind. Es ist ein großer Wunsch von uns allen. Wir haben die größten Herr-der-Ringe-Fans aus der Redaktion zusammengetragen, namentlich Mara und Anton. Anton Hello. Heute zum ersten Mal dabei beim Audioflick. Daniel natürlich, unser Filmexperte, und ich, weil ich aussehe wie ein Hobbit. In diesem Sinne freuen wir uns heute, Herr-der-Ringe Extended Version. Bevor wir gleich loslegen und labern, noch ganz kurz für alle, die überhaupt nicht wissen, was Audioflick ist. Audioflick ist ein Audiokommentar, also ihr könnt gleich getrost die Bilder von uns hier vergessen, da wird es sehr unspektakulär. Wir schauen gleich Herr der Ringe. Wir schauen es auf Amazon Prime, nur damit ihr auch genau wisst, welche Version, die Extended Version. Und ich zähle gleich runter, dann könnt ihr bei der gefühlten Null oder bei der gedachten Null, nicht bei der gefühlten, könnt ihr auf Play drücken, sodass wir alle synchron sind. Und dann könnt ihr sozusagen unseren Kommentar, unseren Audiokommentar beim Herr der Ringe gucken, hören. So, und jetzt freue ich mich, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch? Anton, zum ersten Mal Audioflick, wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt? Ein wenig. Und ich muss aber sagen, seit gestern Nachmittag ist die Vorfreude stetig gestiegen. Es ist einfach ein fantastischer Film, es ist eine fantastische Reihe, die wir hier heute anknabbern werden. Und ich bin einfach richtig heiß, 3,5 Stunden jetzt auf einem Stuhl zu sitzen, euch anzustarren, diesen Bildschirm anzustarren. Es mag unspektakulär klingen, aber das wird es nicht. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, nicht jeder wird Anton direkt erkennen, denn Anton ist normalerweise hinter den Kulissen tätig und ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass das Ganze, die ganzen Videos, die ihr euch anguckt, auf YouTube überhaupt da sind, wo sie hingehören. Anton, sag doch mal kurz, was du machst normalerweise bei Rocket Beans. Ja, gern. Ich bin der Channel Manager, also das, was der gute Marco Giesel vorher gemacht hat, das habe ich so ein bisschen geerbt. Bedeutet YouTube-Kanäle bestücken, Thumbnails bauen, ab und an dem fantastischen Etienne Gardet schreiben, dass er bitte noch einen Bundesliga-Kommentar verfassen soll, oder dem netten Daniel Schröckert. Das kann dann auch ein, zwei Versuche brauchen, aber am Ende kommen wir immer ans Ziel. Ich höre leise Kritik, wobei so leise war sie gar nicht. Schön, dass du da bist und dass wir dich jetzt auch mal sehen und die Leute dich auch mal sehen. Und dann, Mara, du hast dir auch Herr der Ringe natürlich sehr, sehr gewünscht. Wir haben ja gemeinsam schon die Oceans-Trilogie geguckt. Mhm. Was bedeutet Herr der Ringe für dich? Ja, Herr der Ringe, mein absoluter Lieblingsfilm. Also, wenn man mich fragt, was mein Lieblingsfilm ist, dann sind es auf jeden Fall die Herr-der-Ringe-Filme. Dann kommt lange nichts, dann kommt Oceans und dann kommt lange wieder nichts und dann kommen die nächsten Filme. Ich habe mich schon so darauf gefreut heute auf den Audioflick, dass ich tatsächlich am Sonntag die Gefährten schon mal komplett geguckt habe und heute gucke ich's wieder. Das ist so mein Level, das ist so mein Level an Herr-der-Ringe-Fangirl-Tum. Das ist dedicated. Ja. Das ist wirklich krass. Daniel, ich muss ja nicht viel zu deinem Filmwissen sagen, aber welchen Stellenwert nimmt in der gigantischen Filmbibliothek in deinem Kopf denn diese Trilogie von Peter Jackson ein? Einen schon besonderen, würde ich sagen. Also er hat inzwischen einen Status für das Paradebeispiel, wie Fantasy-Kino funktionieren kann mit einer Fusion aus digitalen Effekten und praktischen Effekten. Also das hat dieser Film meiner Ansicht nach auf eine neue Stufe gehoben und hat gezeigt, was in Zukunft möglich sein wird. Und dann gleichzeitig als Adaption finde ich ihn auch sehr gelungen. Ich weiß, da gibt es bestimmt den einen oder anderen Tolkien-Fan, der mir jetzt da widersprechen möchte. Aber einfach so ein Buch erstmal auf die Leinwand zu kriegen, das ist schon ein Akt. Und ich finde, Peter Jackson hat es gut gemacht. Und dann darüber hinaus, und da sind wir ja auch dann, ich schätze mal jetzt beim zeitlichen Thema, ist es ein richtiger Weihnachtsfilm für mich geworden. Mhm. Ich habe den Fellowship of the Ring zum letzten Mal vor 2 Jahren an Weihnachten gesehen. Und irgendwie hat sich das eintraditioniert, dass der immer an Weihnachten geguckt wird. Ich habe den als zum ersten Mal an Weihnachten gesehen oder um Weihnachten rum und dann im Laufe der Jahre immer wieder um Weihnachten rum, weil der passt einfach perfekt in die Weihnachtszeit, meiner Ansicht nach. Und ich weiß nicht mal richtig, warum. Das stimmt. Ich muss sagen, für mich,
Ja, mach mal. Ich bin noch super froh, dass der Film 2001 gedreht wurde und nicht irgendwie heutzutage, weil ich glaube, da wäre sehr viel mehr CGI und andere Möglichkeiten drin gewesen. Aber ich mag das super gerne, dass es 2001 stattgefunden hat. Ich finde, es war genau die richtige Zeit, um den zu drehen. Ich weiß auch noch genau, wann ich den gesehen habe in Hannover mit meiner damaligen Freundin im Kino. Und das Geile ist halt, für mich war Herr der Ringe so die ganze Trilogie, also ich war mega Fan, ich hatte das Buch schon zu dem Zeitpunkt längst gelesen, auch der Hobbit, und für mich war die Trilogie so ein bisschen das neue Star Wars, also auch bis heute würde ich sagen, eine der wenigen Trilogien, also ich an Indiana Jones halt für mich nochmal was anderes, aber die so in diese Epicness reinkommt, die in Star Wars hat, so ein ganzes Universum, und ich finde halt auch, man merkt noch mehr bei Herr der Ringe, dass das alles gut geplant aus einem Guss sozusagen war. Ne? Die wussten genau, was sie tun mit den drei Büchern, die sie in drei Filme gepackt haben. Und es hat für mich auch als Trilogie unglaublich gut funktioniert, dass sie es auch jedes Jahr released haben. Du hattest jedes Jahr an Weihnachten was, worauf du dich freust. Und ist wirklich für mich auch, wenn man so mal wenn man mal so rückblickt, eigentlich noch perfekter als Star Wars. Star Wars hat für mich natürlich diesen Kindheitsbonus, weil mich das so beeinflusst hat in meiner Kindheit. Aber Star Wars hat es eigentlich bis heute nicht geschafft, würde ich sagen, naja, vielleicht mit der Urtrilogie drei so perfekte Filme in so kurzer Zeit zu machen. Also weder die Prequels noch die, die jetzt gekommen sind, konnten das nochmal machen. Gut, der Hobbit hat es auch nicht mehr geschafft, aber also eigentlich würde ich nur sagen, dass Herr der Ringe für mich einfach wirklich einer der All-Time-Bests ist. Yes. Lass uns doch anfangen, dann reden wir ein bisschen weiter. Ja, wir reden, ich will ja dann nur nicht im Film die ganze Zeit alles totquatschen, aber du hast vollkommen recht. Ein kleiner Talk muss natürlich sein, wir schauen die Extended Version, das heißt, wir gucken jetzt gleich 3,5 Stunden, die habe ich auch, glaube ich, sogar erst einmal geguckt, die Extended Version, obwohl ich die hier sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray habe. Aber wann hat man schon mal 3,5 Stunden Zeit? Und für alle, die sich fragen, warum ihr nicht alle in meinem Bett liegt, das liegt daran, dass ihr gesund seid. Und deshalb, man hört es vielleicht auch an der Stimme, immer noch ein bisschen angeschlagen bin. Und in diesen Zeiten will ich natürlich die Kollegen vor Weihnachten nicht in Gefahr bringen. Und deshalb mache ich das hier von zu Hause aus. Ich hoffe, dass das technisch alles gut klappt. Gut, jetzt legen wir los. Genug auf die Folter gespannt. Wir haben dann noch 3,5 Stunden Zeit, weiter zu quatschen. Wie gesagt, wir gucken auf Amazon Prime den Stream. Wir sind auf genau der Timecode. Unten links ist 0. Ihr solltet dann auch sehen, dass 3 Stunden 28 und 16 Sekunden das Video ist. Wenn nicht, habt ihr nicht die Extended Version. Also überprüft das nochmal. Ich zähle jetzt runter 3, 2, 1 und dann, das war noch nicht das Runterzählen, und dann auf die gedachte 0. Ja, dann auf die gedachte 0 drücken wir alle Play, damit wir synchron sind. Und wir gucken übrigens auf Deutsch, das auch nochmal zur Info. Seid ihr alle bereit? Ja. Gut. 3, 2, 1, los. U-Line Cinema. Ja, für den Fall, dass jemand auf die Toilette muss oder wir aus irgendeinem Grund pausieren möchten. Nee, wir gehen auf die Toilette einfach. Dann sollten, oder ihr geht einfach auf die Toilette. Aber falls es trotzdem passieren müsste, müssten wir das auch mit einem Countdown bitte machen. Die Pause auch synchronisieren können. Dieser Sound am Anfang, den finde ich schon so großartig. Gehaucht. Ich finde übrigens, das Intro von Herr der Ringe ist sensationell gut. Mhm. Gänsehaut hier, schon direkt Gänsehaut. Ja. So, das war ich, sorry. Niemand mehr lebt. Das war aber dann stark. Die Musik ist auch, wer hat die Musik gemacht? Howard Shaw. Yep. Howard Shaw, also auch perfekt für den Film. Ja, die unterstreicht es halt auch, ne? Das, was du für diese Epicness, schön, die du vorhin angesprochen hast. Ist die. Ja. Das sind jetzt perfekt gecastet. Kirdan und, wer war das am Anfang noch? Oh, jetzt kommt's. Hohe König. Gil-galad, oder? Gil-galad, ja, genau. Ja.
Und direkt der Diss gegen die Menschen mitgeschickt. Ja. Zu Recht. Tatsächlich sind ja bei den drei Elbenringen, einen hat ja Galadriel und dann hier. Círdan und Gildan. Nee, jetzt gerade zu Herr der Ringe-Zeit. Ach so, ja, Gandalf. Gandalf hat den und, dritten, ne? Und Elrond hat genau. den von Elrond hat Vilja, Ring der genau, Luft. Und der hat den, also Círdan hat seinen an Gandalf gegeben und ja. Gil-galad an Elrond. Gegeben. Vom der toten Hand gerissen. Ist das aus den Büchern ersichtlich oder ist das über Silmarillion und so weiter erst klar geworden? Beides. Also, ich glaube, in den Büchern wird es schon genannt, ja. Und ich glaube, die kleineren Ringe außer diesem einen Ring konnten tatsächlich früher auch noch durch Drachenfeuer zerstört werden. Ja. Also noch einige Zwergenringe dadurch kaputt gegangen. Das sah jetzt gleich so geil aus. Ja. Obwohl ich da schon Angst hatte, ne? Vor den ganzen CGI. Da bist du schon kurz vor. Ich muss, glaube ich, auch CGI Armeen da. Aber diese Kamerafahrt ist auch schon wieder so großartig. Ist jetzt halt ein bisschen dreckig, ne? Also über die Jahre. Ja. Ja, aber jetzt wie das aufeinander brandet gleich. Das. Da war noch jung, der Elrond. Bumm. Da sieht man auch, wenn Sauron ihn getragen hat, dann waren die Schriftzeichen immer zu sehen. So viel Hitze ging davon aus. Mhm. Und ich dachte noch, wie hat er den Ring über den Handschuh gekriegt? Das hat mich immer gefragt. Der wird ja größer, der verändert sich ja in der Größe. Mhm. Tolkien hat dann alles gedacht. Ja, oder Jackson, ne? Oder Jackson. Weil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es bei Tolkien ja nicht so eine Einführung, so eine Erklärung, sondern da muss man sich ja alles im Laufe des Buchs irgendwie zusammensammeln und arbeiten, ja? Also, dass es so ein Prolog kam, das war ja eine Entscheidung von Jackson. Ja. Ja, im Buch gibt es natürlich die, oder gerade im Roten Buch gibt es die Einführung über Hobbits und so weiter, aber gerade diese ganze Hintergrundgeschichte, das erzählt Gandalf in den eigentlich auch erst später folgenden Szenen, als er das erste Mal mit Frodo den Ring identifiziert hat. Wusch. Natürlich ein kapitaler Fehler hier von Sauron, da in den Nahkampf zu gehen. Der wäre bei Rage of Empires nicht weit gekommen. Da siehst du es jetzt verändert gleich der Ring die Größe. Dass er wieder zu Isildur passt. Ach, cool, wie das zerfällt, diese Reste von Sauron. Wie? Warum sieht man das jetzt nicht? Ach, das sieht man später erst, ne? Ne, hast du ja gerade. Ja, aber es wurde nicht kleiner. Sehr interessant. Ach so, das, ja, ja. Sehr interessant, wenn ihr mal dann aus den 70ern oder was ist Anfang der 80er von Ralf Bakshi den Zeichentrickfilm Herr der Ringe guckt, oh, der ist so komisch. Dann werden wir feststellen, dass der teilweise wie ein Storyboard für diesen Film hier ist. Oh. Also Peter Jackson hat da teilweise Shots 1:1 komplett übernommen. Mhm. Auch zum Beispiel den berühmten Shot, wo die Hobbits unter der Baumwurzel sitzen und die Nazgul kommen. Mhm. Ist 1:1 so aus dem Bakshi. Den habe ich auch noch nie geguckt, aber das ist natürlich eine klare Empfehlung. Den hast du noch nie gesehen? Nee. Ich bin ja auch noch 12. Das ist nicht schlecht. Also, der ist halt durch dieses Rotoskopieverfahren gemacht. Also, die haben wirklich echte Darsteller genommen, haben Sachen nachgestellt und haben das dann nachkoloriert, also drüber koloriert. Mhm. Und das ist halt die Technik gewesen, die Bakshi halt groß gemacht hat oder die halt wirklich jahrelang verfolgt hat. Und der hatte aber einen echt geilen Score. Also, der Herr der Ringe Zeichentrickfilm. Der Score von dem ist super. Mhm. Ja, cool. Gibt's ja, vor allem echt brutal, so mit abgeschlagenen Köpfen und alles. Ui, das klingt nach einem Film für mich. Gibt's den bei Prime auch oder irgendwo? Das könnte gut sein. Es könnte gut sein, dass der auch frei erhältlich ist gerade, wenn man die entsprechenden Abos hat. Right. So im ersten Film war Gollum noch so ein Ticken anders designt, ne? Ja, man, ja. Ja. Also man sieht später. Er wirkt so ein bisschen länger, ne? Ja. Und im Buch ist er tatsächlich auch, da hat er, glaube ich, eher eine dunklere Hautfarbe, ne? Ja. Also im Hobbit wird er auf jeden Fall so beschrieben. Da passt es hier auch sehr gut.
ich finde das so schön, dass der Ring sich quasi selber aussucht, wie er wieder zurückkommt. Mhm. Und wie gehe ich jetzt vor, so als Ring? Könntest du das nochmal komplett neu verfilmen als tragische Geschichte aus Sicht des Ringes? Wie er zurück zu seiner Liebe. Und dann gab's den und den und der wollte auch nochmal was. Dann kommt plötzlich dieser Zwerg an. Ja, man kann zumindest sagen, der Ring hat mehr Persönlichkeit als alle neuen Star Wars Figuren, die unter J.J. Oh! Abrams eingeführt sind. Get wrecked. Man sieht, es ist wirklich weit im Westen, also wirklich so weit entfernt von Mordor. Naja, gut, wenn du halt, ich habe ja keinen Maßstab, ne? Ich habe mich immer so gefragt, ist das alles so weit oder ja, ist es dann doch wieder näher? Es wirkt so gerade hier Minas Tirith ja, gut, die Distanz. Das ist, ja, stimmt, aber das stimmt. Das wirkt näher sehr nah dran, beieinander, ja. Aber das ist ja auch noch relativ nah. Genau, man unterschätzt diesen Bereich, wie sie am Nebelgebirge von Rivendell herunterlaufen. Das dauert ja alleine schon 2 Monate. Mhm. Und wenn du dann erstmal in der Isenfurt bist, dann ist es gar nicht mehr so weit bis Mordor, Gondor und Rohan aus. Das geht dann, aber davor ist es gewaltig und sehr gefährlich. Es war einmal ein Loch. Das ist halt wie im Roten Buch. Das ist auch das ja. Epilog da. Das ist aber auch oft, wo dann Leute wieder aufhören zu lesen, weil sie denken, was ist das denn am Anfang? Also ich habe es wirklich schon von einigen gehört. Ja, aber es ist auch am Anfang ein bisschen zäh. Und ja, ich hatte als Kind auch immer das Problem, so du denkst so, ja geil, Fantasy, Action, Drachen, mhm, Schwertkämpfe. Und dann kommen irgendwie die langweiligen Hobbits mit ihren, weiß ich nicht, Liedern und Kühen und weiß ich nicht was. Da muss man dem Ganzen erstmal ein bisschen Zeit geben, bis man, bis man da Bock drauf kriegt. Auf jeden Fall. Die sind jetzt nicht Heldenmaterial, also ist natürlich so gewollt, aber ja. Ja, ist richtig. Absolut. Ey, ein Jahr vorher haben die das angepflanzt, da alles, ne? Das ist schon echt krass. Ein Jahr bevor die angefangen haben zu drehen, haben die Hobbiten aufgebaut und wirklich einfach echtes Gras und echte Pflanzen dahin gesetzt, damit die halt so weit sind, wenn sie drehen. Mhm. Ein Jahr. Wahnsinn. Aber das hat sich so bezahlt gemacht. Ja. Also das macht das lohnt sich aber auch, dieses so ganze Behind-the-Scenes-Material zu gucken, auch wenn es stundenlang ist, aber da zeigen die dann auch, wie sie das alles gemacht haben. Hui. Das ist auch schön. So bin ich auch beim Handwerken. Das Oktoberfest in Hobbingen. Kommst du raus? Saufen! Und rauchen. Rauchen und saufen, da hört's eine Rüttenhüttel. Da ist er. Heißt er. Der Posterboy. Ja. Er war auch damals nur 18, 19 Jahre alt oder so, noch relativ jung. Ja, woher kannte man ihn vorher? Aus The Faculty kannte ich ihn? Naja, aus diesem Kinderfilm auch, mit Macaulay Culkin zum Beispiel. Die zwei Gesichter oder wie der heißt. Stimmt, da war der Bruder, ne? Also da war der, er war der eigentliche Sohn, zu dem dann Macaulay Culkin kam, ne? Ja, glaub, war, so genau weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, es war auch der erste Film, den Legolas gemacht hat, also Orlando Bloom. Ne? Orlando Bloom, ja. Ja. Nee, also, ich glaube, Black Hawk Down war kurz zuvor. Ah, okay. Noch so ein Hammer. Ey, es tut mir leid. Lord of the Weed ist jetzt halt einfach omnipräsent, ne? Also. Ey, wir gerade Gabagandalf. Bist jetzt Kommerz oder was? Boah, das ist das Beste. Ich liebe dich!
Aber sie haben super viel mit kleinwüchsigen Schauspielern tatsächlich gedreht. Also hier sieht man auch immer, wenn das von hinten so gedreht wurde. Aber war schon geil, der Effekt, dass Gandalf jetzt schon deutlich größer gezeigt wird. Ich glaube, die zwei haben tatsächlich gar nicht so viel zusammengedreht, sondern immer so, es wurde immer so zusammengestückelt, auch noch mit diesen anderen kleinen Schauspielern. Aber im Endeffekt haben sie es alles super zusammengeschnitten, dann passt es wieder. Hier, Deep Impact hat er noch natürlich mitgespielt, ne? Stimmt, ja. Der Eissturm und unvergessen sein Auftritt in Flipper. Als Delfin. Als Delfin. Ey, das ist auch so geil, ne? Hier diese Kamerafahrt zum Beispiel. Ja. Bei dem Making-of siehst du, das haben die alles prävisualisiert. Das sieht aus wie so eine PlayStation 1-Grafik, wo die Kutsche halt langfährt und dann halt die Kamera so hochschwenkt, um halt einmal das Hobbiton so ein bisschen einzufangen in seiner Total. Sowieso super viel auch mit Miniaturausgaben gearbeitet. Immer alles erstmal in klein nachgebaut, dann damit gefilmt und das dann mit dem Großen dann nochmal. Also richtig krass. Wir hatten den ganzen Film vorvisualisiert. Ja. Ob es jetzt durch Storyboards war, durch 3D-Grafiken oder halt Bilder, alles. Modelle. Oder hast du gesehen, wie der Fuß gewackelt hat? Da hat er so ein bisschen, die Prothese hat so ein bisschen genau, da sind die ja noch angeschminkt. Das ist ja dann im Hobbit haben sie das ja digital gemacht, weil das zu aufwendig gewesen ist. Im Hobbit haben sie vieles digital gemacht, ja. Ja, zu viel. Leider. Aber das wollte ich auch noch mal nachfragen, weil ihr gerade meintet, das ist ja extra angepflanzt worden. Haben die das dann für den Hobbit noch mal neu naturiert oder war das dann auch CGI, dieses ganze Hobbingen? Ich glaube, die haben in Restkulissen haben sie benutzt. Aber ich meine, sie hätten sehr viel digital aufgenommen. Ja, fürchte ich auch. Hier, das war zum Beispiel früher nicht drin. Das war in der Kinofassung nicht drin. Mhm. Dass er jetzt noch mal diese Paniksuche nach dem Ring hat, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Ich meine auch. Ich habe die Kinofassung sehr selten gesehen. Ich habe meistens, also wenn dann nur ich habe die Kinofassung tatsächlich einmal gesehen. Das war damals in der Pressevorführung. Und seitdem immer wieder nur den Extended Cut. Ich habe sogar gewartet, bis der Extended Cut auf DVD rauskommt, obwohl die DVD schon vorher draußen war, weil ich halt wissen wollte, was noch dazukommt. Kaum beteiligt. Bilbo, du bist dabei. Kenn ich. Einen Moment gebraucht. Das ist halt wirklich so eine perfekte Darstellung von so richtigen Dörflern. Ist das bei euch im Siegerland auch so? Ja, das ist quasi im Siegerland. Gandalf, Gandalf, da ist der Gandalf, der Zauberer kommt, Gandalf. Oh, die Scheißkinder. Feuerwerk, yeah. Oh, ich hab ein Feuerwerk, hab nur nicht getroffen. Aber ja. Warum ist sie sauer? Was hat er gemacht? Er hat nur gelacht und das fällt sie schon ab. Ist verboten. Freude ist verboten. Ich muss hier zu diesem Baum, Gandalf. Tschüss. Also das glaube ich einem Hobbit sofort, muss ich zugeben. Da ist noch ein Stück Rinde, das ich erfüllen muss. Ja, genau. Oder er muss eine der Oktoberfestmaßen loswerden. Das kann natürlich auch sein. Aber da hätte ich auch mal richtig Bock hinzufahren. So Neuseeland, das alles angucken, falls da noch irgendwas ist. Ja, der Tourismus lebt doch immer noch davon. Das war wohl Ian McKellens erste Szene. Also mit einer der ersten Szenen, die er gedreht hat. Gandalf. Mein lieber Gandalf. Der ist doch auch verstorben, leider, der Darsteller. Ja. Und habe ich das richtig im Kopf, dass Sean Connery ursprünglich für Gandalf vorgesehen war? Und er hat die Story nicht geblickt. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Also, er hat die Story nicht geblickt. Und hat dann den Vertrag ausgeschlagen, der ihnen eine prozentuale Beteiligung am Film ermöglicht hätte. Alter. Der hat 450 Millionen Dollar in den Wind geschossen. Oh, weia.
Aber hier sieht man auch ganz schön. Brightless End hatten sie auch einmal in klein nachgebaut und dann noch einmal in groß, damit sie das alles so filmen konnten. Ja, es gab zwei Sets für die großen und für die kleinen Darsteller. Genau. Und das war kein. Das stand nicht im Drehbuch. Er hat sich wirklich die Birne gestoßen. Und weil er so gut gemacht hat, hat Jackson gesagt, komm, die bleibe ich drin, die lasse ich drin, die Szene. Aber das ist einfach super gemacht, diese Raumillusion, haben sie echt top hingekriegt. Ich hatte mal in irgendeinem Making-of-Magazin diese Überschrift gelesen, ich gebe mir für Bilbos Haustür genauso viel Mühe wie für die Festung von Barad-dûr. Und das spiegelt sich ja in der Liebe zu diesen Räumlichkeiten auch total wieder. Mhm. Also die haben sich einfach richtig da reingefuchst, das cool zu machen. Super Trick. Die ist ja kein Beutlins. Sie wollen ja schon sehr lange Beutels End haben. Aber er stirbt halt einfach nicht. Was willst du machen? Hat er eigentlich gerade so ein volles Stück Käse von der Käseplatte gegessen? Ey, meine Mutter hätte mich umgebracht. Das sollte man eigentlich gar nicht meinen, ne? Wie er sich jetzt so freut oder wie er die Sehnsucht so ausdrückt. Er sagt halt, ich will Berge sehen, Gandalf, ich will Berge sehen. Und wenn man sich jetzt so die drei Hobbit-Filme anguckt, dann sollte man eigentlich meinen, der hätte nie wieder Bock auf irgendwas, was da passiert ist. Aber es ist ja auch der Ring schuld tatsächlich, der ihn ja ruhelos hält sein ganzes Leben. Ja. Ich liebe diesen Vergleich, den er da gleich macht, dass er sagt, er fühlt sich so wie Butter, die zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. Mhm. Das ist so ein perfekter Vergleich auch aus Hobbit-Sicht, einfach das mit so Essenssachen zu beschreiben, wie man sich fühlt. Ja, das stimmt. Jetzt kommt. Cool, jetzt habe ich Hunger. Auf Hobbit. Ja, jetzt kommt's. Auf Butter. Er hatte ja, glaube ich, auch vor, weiterzugehen als nur Rivendell, ne? Er wollte bis zum einsamen Berg, aber ohne den Ring haben und dann die Kräfte auch verlassen. Hast du schon gesehen, in was für einer Verfassung er in Rivendell war? Und dann hat er gesagt, ich lasse es gut sein, glaube ich. Aber ist auch echt eine clevere Wahl, statt über das Nebelgebirge zu gehen. Also. Guck mal hier, Gandalf, der Angeber. Da gabbert er ein Schiff durch. Ja, da gabbert er wirklich ein Schiff durch. Oder ist es vielleicht eine Kiffer-Fantasie? Man könnte es jetzt auch. Ja, aber tatsächlich, im Buch wird klar gesagt, dass das Kraut zu den Nikotianern gehört und kein Weed ist oder sowas. Also es ist eben keine Droge, sondern eher eine Zigarette. Der gute alte Tobi. Also auch eine Droge, aber das wird im Buch so gesagt. Wird im Buch so gesagt. Aber im Film sagt er ja trotzdem, das Kraut der Halblinge hat dir die Sinne vernebelt. Ja, ich glaube, wenn du halt 10 Packungen rauchst, dann kann auch was passieren, keine Ahnung. Also so ein wie so ein Päckchen Gitan-Mais auf Lunge. Ach, Goonies, ist so lange her. Strecken müsst ihr es. Strecken. So super. Aber wie niedlich die auch so zuhören, als sich da erschrecken. Ihr müsst das Koks immer strecken. Dieser Fliegenpilz ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. So eine Fliegenpilzrakete. Dieser Ausdruck der Freude auf Gandalfs Gesicht ist übrigens Dennis Richtarskis gesamter Ausdruck an Silvester. Das werde ich jetzt nie wieder los. Der ist nämlich auch so ein Feuerwerk-Fan.
Frau Straffgürtel mit ihren 20 Kindern. Ich hab noch keinen Fernseher, die konnten ja keine Serie gucken. Da sind sie, Lobelia und Lotho. Sag kein Bodlin. Spielen im Buch tatsächlich auch eine größere Rolle als im Film. Ja, aber das war Lotho, ne? Das war nicht ist der, auch am Ende. Nicht der Senior. Nee, nee. Der kommt gar nicht vor im Film. Auch eine neue Szene. Und Frodos Eltern sollen ja ertrunken sein, ne? Beim Booten. Beim Booten. Beim Booten. Drogo und Primula? Primula? Ich glaube. Ja. Wo wird das gesagt? Auch im Buch. Da sitzen die im grünen Drachen in Wasserau und sprechen über die verrückten Umstände von Frodos Erwachsenwerden. Weil Booten ist ja in Hobbingen, das kannst du ja nicht machen. Also ja, Bootfahren ist sehr gefährlich. Bootfahren, Leute, wo kommen wir denn dahin? Die haben da irgendwie Schiss vor. Das machen nur die Brandybox. Ja. Bootfahren? Ja. Es ist denen schon zu wild. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass Bilbo da so ein bisschen als Verrückter gesehen wurde, weil Drachen und so ist ja schön und gut, aber mit dem Fass über den Fluss fahren. Halleluja. Ja, aber du siehst ja auch bei Sam immer, wenn Sam hat ja auch so eine Abneigung gegen, wir fahren jetzt Boot und irgendwas mit Wasser und so, das mag er auch nicht. Ja, und Bäume. Bäume auf Bäume klettern machen die auch nicht gern. So, erstmal schön abspülen jetzt. Der eine hat ja keine Perücke auf, ne? Das sind ja seine richtigen Haare. Ich glaube nicht von Dominic Monaghan, der andere. Mhm. Ey, und dieser Satz, den er jetzt sagt, den kann ich bis heute nicht entschlüsseln, was er da sagt. Er kann sie alle nicht leiden. Ja. Es ist halt ein Geburtstag, eine Geburtstagsansprache. Stolzfüßer! Ich liebe diese Rede. Das sollten wir zum 6. Rocket Beans Geburtstag nachstellen, die Szene. Ich, wenn ich Stand-Up-Comedy mache. Gehe nun. Was hier fehlt, was ich aber im Buch auch sehr gerne mag, ist von Gandalf, ne? Ja, aber ich meine doch davor, es gibt ja diesen engeren Kreis, den Bilbo einberuft. Wo sie dann mit 144 Leuten feiern, weil ja er und Frodo gemeinsam an dem Tag 144 alt werden. Das ist ja ein Gro, was ja bei den Hobbits ein ganz verpöntes Wort ist. Und irgendwie, das hätte auch noch gut reingepasst, finde ich. Ein Gro, wie ordinär. Die finden sehr vieles ordinär. Ja. Strick wie? Frodo ist 33 Jahre alt? Ja. Der wird, Jesus. Der wird jetzt jährig, so heißt das bei den Hobbits. Dann ist man quasi erst erwachsen mit 33. Wie Jesus. Genau. Jährig wie Jesus. Da hat man gerade ganz gut gesehen, dass Gandalf völlig in eine andere Richtung guckt.
die Augen. Das, diese Mimik ist einfach so gut. Ein Sturm von Kopfnüssen wird auf dich niederhageln. Kleines bisschen Choleriker, Gandalf. Ja, ist er wirklich manchmal. Aber geht schnell an die Decke. Stößt auch an die Decke, wie in der ersten Szene. Aber warum sagt er, ich will dich nicht mit faulem Zauber beeindrucken? Weil was er da macht, ist ja eigentlich fauler Zauber, oder? Ich meine, er lässt jetzt mal kurz eben das Licht ausgehen. So. Ja, er meint ja das davor, also dass er ihm den Ring nicht abluchsen will mit faulem Zauber, dass er ihn nicht versucht zu überreden oder sowas. Ja, okay. Aber tendenziell ja, man hätte da auch noch weiter streiten können. Ringfights. Das finde ich richtig krass, weil Bilbo ist ja wirklich der Einzige, der mal eben so sagen kann, ach, dann nehme ich ihn nicht mit so. Nee, ist nicht der Einzige. Außer Tom Bombadil? Nee. Wer noch? Sam. Ah ja, stimmt. Stimmt, Sam. Ja, Sam hat den auch wieder zurückgegeben. Aber gut, Sam hat ihn auch nicht. Aber er hat ihn nicht so lange gehabt. Genau, also beim Ring der Macht, ja, aber ich glaube, der Trein. Das ist jetzt geil. Der Vater von, nee, der Troa, der Urgroßvater, der Großvater von Thorin hat es ja auch geschafft, seinen Ring abzugeben. Bam. Ich glaube, da haben sie einen richtig großen Ring genommen, der darunter fällt, ne? Nee, nicht so einen kleinen. Sie haben Magnete in den Boden reingemacht, damit der Ring halt nicht nochmal irgendwie großartig aufdotzt, sondern halt wirklich am Boden kleben bleibt. Das hätte die Szene auch recht weird gemacht. Ting! Wo ist er denn? Oh! Ja, genau. Du rennst so hinterher. So. Wie so ein 20-Cent-Stück, was hier runtergefallen ist oder so. Unter die Couch. Scheiße! Aber das finde ich wirklich krass, also wenn du einen Ring so lange hattest und dann einfach zu sagen, ja, dann lasse ich den jetzt hier. Ja. Ja, eigentlich ist ja auch Bilbo der Held. Ja, der krasseste. Ja. Ich habe aus Versehen Pause gedrückt. Könnt ihr mir sagen, ich drücke Pause, dann skippe ich 10 Sekunden vor. Wir sehen den Ring am Boden. Nee, könnt ihr nicht, ne? Nee, ich sehe die Zeit nicht. Vielleicht kann die Regie mal kurz durchgeben, bei welchem Timecode wir uns befinden. Ah. 30, 6 sind wir gerade. 8, 9, 10, 11, 12. Gandalf versucht den Ring anzufassen. 15. Bei 15 müsstet ihr mir sagen. Sagen wir mal, bei 25, okay? Bei 25, okay. Ja, 3, 2, 1, jetzt. Okay. Nice. Aber auch gut, dass er ihn jetzt nicht angefasst hat, ne? Ja gut, er hat es ja schon gespürt, ne? Ich frage mich nur, worum... That's what she said. Ich frage mich nur, worüber er so lange sinniert, oder? Ich meine, wie lange ist das her, Hobbit? Das macht der Film ja jetzt nicht so wirklich klar. Also, das ist schon länger her, ne? Nee, Moment. Der ist mit 51 zurückgekommen, also müssen 60 Jahre her sein. Ja, muss 60, ja. Ungefähr. Aber das ist es ja, Gandalf hat das ja ganz lange nicht übereinander gelegt gekriegt, dass das der Ring der Macht ist. Das ist ihm ja jetzt wirklich jetzt erst klar geworden. Ja, jetzt hat er auch noch die Vermutung, er muss ja erstmal noch in Minas. Aber der macht der Hobbit echt noch mehr falsch, oder? Ich meine, allein diese Episode, wo er da in dieses dunkle Gefängnis, in diese Dol Guldur, wo er in diese Burg geht, wo ich mir gedacht habe, ey, come on, wenn du jetzt sowas erlebt hast, ja, mit diesem Nekromanten oder wie er hieß, und dann sitzt du später bei Bilbo in der Bude und hast den Ring da vor dir. Also, was willst du denn da noch großartig überlegen? So. Da kommt wohl keiner mehr ran. Das ist das Briefgeheimnis, Eddie. Das kannst du doch nicht einfach so brechen. Er hat immerhin ein Siegel.
Wobei, wo du es jetzt gerade aufgerissen hattest, das ist echt ein Fehler, den man aber schon Tolkien ankreiden kann, weil tatsächlich ist es ja so, als Gandalf die Reisegruppe im Hobbit verlässt, geht er ja nach Dol Guldur und vertreibt mit dem Weißen Rat da Sauron. Also er hätte das wahrscheinlich wirklich übereinander legen müssen. Wahrscheinlich ist Saruman deswegen auch so angepisst auf ihn. Du Depp! Hast es nicht kommen sehen! Auch das hier alles in Miniatur gebaut. Oh, das ist jetzt so Hammer. Das ist so krass. Aber das siehst du halt. Und das finde ich das Schöne. Mhm. Weil es dann dadurch eine Greifbarkeit erreicht, ja, die du halt nicht bei digitalen Bildern hinkriegst, ja, meiner Ansicht nach. Ja. Immer noch nicht. Gibt es eigentlich irgendein Spiel, irgendeine Medienvorlage, wo du mal. Minas Ethel, oder? Das, ja, ja, das ist genau. Minas Morgul dann. Minas Morgul. Ja. Aber gibt es irgendein Spiel oder irgendein Medium, wo du mal in Barad-dûr tatsächlich umgehen kannst? Weil das wünsche ich mir ehrlich gesagt, seitdem ich dieses erste Mal diese Bilder gesehen habe. Oh, ich weiß es nicht. Wie hießen die beiden Herr-der-Ringe-Spiele? Diese Open World? Shadow of Mordor? Shadow of Mordor, ja. Ja, war man da? Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe das nie zu Ende gespielt. Ich habe die beide gespielt, aber vielleicht bei Herr-der-Ringe online. Das könnte sein, stimmt. Aber gut, das hatte, war jetzt grafisch. Nee, ich glaube, da war man nicht so weit. Da war man, glaub, aber ich mochte diese Shadow of Mordor-Spiele. Ich mochte die auch. Ich hab die gern gespielt. Ja, die. Man muss halt einfach dranbleiben. Ich glaube, ich bin da einfach zu früh aufgegeben. Das war aber geil, weil diese ganzen Ork-Generäle, wie sie dich immer beleidigt haben und angedisst haben, das war echt cool. Wie auf der Arbeit. Hier denk ich auch immer, oh Gott, da die Kerzen anzumachen bei den ganzen Pergamenten und die Pfeifen so. Oh, wenn es da einmal brennt, dann ist alles weg. Das hat Isildur noch geschrieben, bevor er auf dem Pferd, sag ich mal, durch die Gegend geritten ist. Da wird er kleiner. Da wird er kleiner, ja. Ja. Auenlunch. Oh, ey, dieses Pferd ist auch so. Beutling. Und diese Pferde sind ja auch wirklich so Mordor-Pferde, die extra dafür gezüchtet wurden. Ja. Und die Stimme war von Andy Serkis. Ja? Der hatte gesprochen. Ach. Gut, im ersten Teil hat er halt noch nicht so viel zu tun gehabt. Hat er gerade noch Zeit gefunden. Dann konnten sie noch irgendwo einquetschen. Ich glaube, das ist jetzt auch extended, ne? Oder? Ja, ich meine. Tanzen? Nicht noch geh. Um es mal zu dekonstruieren, das war ja auf jeden Fall der Oben von Sam, Meister Hamfas. Dann ja, der Vater. Tim Sandigmann wahrscheinlich. Ja. Aber wer war der dritte Alte? Der Vater von Tim. Wie hieß der denn nochmal? Der alte Sandigmann. Der alte, okay. Die Müller. Und da sind ja jetzt normalerweise sehr viele Jahre vergangen, ne? Ja. 20 oder wie viele waren es? 19. 19? Müsste sein. Nee, Moment. Doch, das muss schon länger sein. Der bricht auch mit 50 auf. Ja. Also 17. Ja. Und die gesamte Reise dauert ja auch 20 Jahre oder sowas, ne? Nee, eins. Nee. Ist auch ein Jahr unterwegs. Aber Bilbo ist doch deutlich älter am Ende von Rückkehr des Königs als jetzt noch. Ja, er hat ja keinen Ring mehr dann. Genau, weil der Ring weg trotz, ist. Aber das, oder ist es 11 Jahre? Ich weiß nicht, aber es ist doch schon ein größerer Zeitraum, der verstreicht von jetzt Gefährten bis hin zur Rückkehr des Königs. Oder? Ja, aber weil eben eigentlich zwischen den Szenen, die wir jetzt sehen, und dem Abschied von Bilbo 17 Jahre liegen.
Also jetzt sind ja gerade schon 17 Jahre. Also er hat jetzt 17 Jahre. Das ist aber nicht optimal gemacht, finde ich, weil das wirkt nicht wie 17 Jahre. Nee, ich glaube, das haben die für den Film auch einfach weggestrichen. Das glaube ich auch. Ja, gut. Eingelegt. Ja, genau. Habe ich auch gerade gedacht. Hast du schön gemacht, gleich mit diesen Zeichen da über dem Gesicht. Ja. Da muss Gandalf auch gedacht haben, what the fuck, scheiße. 17 Jahre und länger. Die ganze Zeit. Aber er hat doch vorhin schon gesagt, das haben schon andere über diesen Ring gesagt. Also er wusste doch schon, dass das der Ring ist. Wieso ist er jetzt so erstaunt? Nee, es ist eher so, dass er da erst das Muster entschlüsseln konnte. Also er hat sich gedacht, hey, wenn Gollum darauf so reagiert und auch noch Bilbo, den ich ja viel besser kenne, darauf so reagiert und so anfällig ist, dann muss mehr an diesem Ring dran sein. Und daraufhin stellt er quasi erst diese ganze Recherche an. Also es gibt ja mehrere Zauberringe. Es hätte noch einer von denen sein können. Aber nicht, dass es also tatsächlich der eine Ring ist. Das ist ihm, glaube ich, erst jetzt klar geworden. So genau. Richtig. Ah, ja, 60 Jahre. Mailbox. Wir sind jetzt aber schon so eine halbe Stunde drin, ne? Ja, ungefähr. Ich find's geil, weil bisher kam keine große Action. Okay, wir haben den Anfang, den Prolog gehabt und so, diese Schlacht. Okay, das wäre so ein bisschen Augenfutter, womit man mal erstmal ein bisschen klarkommt. Aber ich weiß noch, Anfang auch komisch, Shire und Hobbiton und keine Ahnung, und nur das ganze Leben von denen. Aber hier so jetzt, ich spüre es schon wieder. Mhm. Das ist jetzt so der Punkt, an dem würde ich jetzt normalerweise vollkommen abtauchen. Mhm. Oder da bin ich jetzt halt schon voll drin. Mhm. Also ich bin in der Story drin. Ja. Und das ist halt echt groß, wie Jackson das gemacht hat. Wie sich auch das Feuer da so spiegelt dann bringt, dass man wirklich so denkt, der hört gerade irgendwie mit, dieses Mistding. Ja, sie haben es gut gemacht, den irgendwie lebendig erscheinen zu lassen. Ja, immer dieses Zoomen auf ihn. Ja, oder auch die Schwere, ne? Mhm. Dass er halt wirklich nicht einfach so ein einfacher, popliger Kaugummiautomat ringt. Weil es so viele Kaugummiautomaten in Hobbiton gibt. Sorry, eigentlich ist die Szene natürlich ganz schlimm, aber ich habe den irgendwann mal mit meiner Mutter gesehen und dann kommt diese Folterszene und meine Mutter meint, das kann ja nicht so schlimm sein, wenn er die Hände noch frei hat. Das fand ich noch richtig gut. Sie hat natürlich auch ironisch gemeint, aber... Es ist ja tatsächlich, dass je mächtiger die Person ist, die den hat, desto mächtiger wird dann auch der Ring oder der Einfluss darauf. Ne? Ja, und das habe ich früher als Kind nie verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch mal mich gefragt, warum nimmt der den nicht? Deswegen ist der Frodo als kleiner, unbedeutender Hobbit so gut geeignet. Weil wenn jetzt Gandalf ist ja von, sag ich mal, von der Hierarchie eigentlich auf der Stufe wie Sauron, also auch ein Maiar. Und der hätte schon krasse Macht dadurch. Bei Gandalf ist halt das Risiko, dass er sich selbst zum dunklen Herrscher aufschwingt, weil der Ring wird dich am Ende immer verderben. Also ja, so ein bisschen wie bei Galadriel. Das ist ja auch diese böse Version, was daraus werden könnte. Genau. Ja, Macht korrumpiert. Mhm. Exakt. Ich glaube, das ist auch dieser eine Grund, warum nämlich einfach warum schmeißen die Adler ihn nicht da rein, dass die Adler auch selber umgedreht würden, weil Adler tatsächlich auch sehr mächtige Kreaturen eigentlich sind. Ja, genau. Und jetzt mal ehrlich. Wäre auch lame. Ich weiß nicht, wo Eddie gerade ist. Mit einem Adler weg wahrscheinlich. Der ist wahrscheinlich auf dem Adler geflogen. Ja. Aber es gibt tatsächlich eine Stelle, die ganz gut erklärt, warum sie nicht mit den Adlern dahin fliegen. Die werden wir gleich noch sehen, wenn sie in dem Rad da sitzen. Ja.
Es gibt tatsächlich mehrere Gründe, warum fliegen sie nicht einfach. Aber es wäre halt auch irgendwie eine lame Story. Ja, stimmt. Ja, man kann über Teile des Wegs diskutieren, aber ich glaube, ja. die Adler sind ja auch direkte Diener Manwes und damit ja auch wirklich sehr weit oben in der Hierarchie. Ja. Und wahrscheinlich kommt es dann echt auf den, ja, kommt der korrumpierende Faktor dazu. Ja, aber jetzt, was ist jetzt nochmal Gandalfs Plan? Er will jetzt Frodo alleine losschicken? Also im Buch ist es ja so, dass Gandalf noch Vorbereitungen treffen will und Frodo noch irgendwie ein paar Monate im Auenland bleiben soll. Dann wollen sie gemeinsam aufbrechen. Aber dann wird Gandalf ja in Gefangenschaft genommen in Isengard und deswegen klappt dieser Plan nicht. Das ist hier im Buch alles, im Film alles etwas zusammengerafft, deswegen wirkt es sehr, sehr blöd. Aber ich glaube, das ist auch wirklich die hauptbeste Entscheidung, einfach Sam mitzuschicken. Also von Gandalf. Also die beste Entscheidung, die er da jemals in dieser ganzen Geschichte da getroffen hat. Aber hätte Frodo jetzt schon nach Mordor latschen sollen? Nee, Rivendell. Genau. Ja. Stimmt. Wie auch läuft. Ey, mich hat es immer gefreut, dass Samwise, also dass Sean Astin da Samwise spielt. Mhm. Weil den habe ich durch Goonies halt einfach lieben gelernt. Ja. Dann hat er noch mal seinen großen Auftritt in Encino Man gehabt. Oder hier, wie hieß er? Steinzeit Junior. Habe ich nicht gesehen. Hab mir auch nicht geguckt. Und Boy Soldiers. Und dann hast du irgendwie nichts Großartiges mehr von dem gehört. Und dann taucht er plötzlich da in den Dings auf. Und ich fand's super. Ich hab's ihm so gegönnt. Aber Frodo hat doch meistens diesen entsetzten Blick, ne? Immer dieses so ein bisschen Rehhafte im Scheinwerferlicht. Und das hier mache ich tatsächlich auch richtig gerne. Also Gandalf erinnert mich manchmal so ein bisschen an Budi. So, kommt kurz rein, sagt, hallo, hier bin ich, und dann ist er wieder weg. Aber er lässt vorher noch ein paar wichtige Sprüche haben. Das mag ich gerne, diese ganzen Wanderszenen. Ich weiß gar nicht, ob die in der Kinoversion dabei sind. Nicht komplett, glaube ich. Was isst du da? Eine Wurst? Das? Ja. Lembasbrot. Lembas Wurst. Sag mal, das wäre doch jetzt Tom Bombadil eigentlich gewesen, oder? Was? Wer? Also hier wäre jetzt im Buch Tom Bombadil gekommen, oder? Nee, erst nach der Szene mit dem Bauern. Also zwischen Bre und Bauer Maggot. Aber man kann verstehen, dass sie es rausgestrichen haben. Ja. Aber ich hätte ihn auch gern gesehen. Ja. Aber es wäre nicht so wichtig gewesen. Du kriegst ihn noch bei Hobbit. Echt? Gar nicht mehr. Radagast meinst du? Ach, Radagast, stimmt. Ja. Stimmt. Okay. Aber vielleicht ist das ein Charakter, den man in der Herr der Ringe-Serie sehen wird. Das könnte ich mir vorstellen. Ist schon klar, dass das. Oh, meinst du? Wenn du weißt oder mal so dich informierst, welche Rechte die haben, um was verfilmen zu können. Dann ich informiere mich grundsätzlich nicht. Nein. Obwohl, ey, ich weiß es nicht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja zweites Zeitalter, was sie da machen dürfen. Also das spielt ja gar nicht in Mittelerde, was die Amazon-Serie da aufgreift, sondern noch davor, ja, bevor Beleriand die alle. Ach so, bevor nee, die alle. Ist doch schon nach, ist, da gibt es kein Beleriand mehr. Oder? Aber wo soll es dann spielen? Da muss es noch früher spielen. Sam, guck mal, Zeugen Jehovas! ja, also im zweiten gibt es tendenziell Bombardier schon, aber es kann gut sein, dass sie das nicht aufgreifen. Also er ist auf jeden Fall in die Geschehnisse da ja gar nicht verstrickt. Hält sich ja eigentlich überall raus. Ja. Aber das finde ich auch sehr schön, auch eine Extended-Szene. So ein bisschen traurig. Aber die ist zum Beispiel meiner Ansicht nach unnütz, weil sie sind so weit noch an Hobbington oder an am Auenland dran. Ja, aber da müssen die ja alle entlang, um zu den Grey Havens zu kommen. Stimmt, die gehen ja dann später ans Meer. Ja, okay. Das ist aber im Buch auch drin. Ja. Das ist Gildor, glaube ich, im Buch. Ja, die reden sogar noch mit denen, ja, stimmt. Und ich glaube, da erzählt er auch schon so ein bisschen von den schwarzen Reitern und was die so sind, ne? Genau. Aber das erfährt er hier erst von Aragorn. Erstmal was essen. Ey, du denkst halt auch echt noch den ersten Film so bis fast zum Ende. Ja, der dicke Dulli, der so an der Seite für Gags sorgen soll. So, und jetzt. Da, der Orthanc-Turm. Eigentlich nicht
von Saruman gebaut, sondern schon sehr viel länger da. Saruman hat sie ihnen sich nur angeeignet. Normalerweise sollen ja die Istari nicht an einem Ort so rumhocken. Faul. Faul sein. Aber ist Gandalf als Grauer schon wirklich so eine, ja, das ist ja fast so eine gottgleiche Figur, ne? Für der Götter quasi. Bisschen darunter, also es gibt 5 Istari, wir sehen ja hier den Weißen, den Grauen und Radagast den Braunen, die 3 werden abgebildet und dann gibt es noch 2 blaue Zauberer, Palando und Alatar, Alter. Die sind aber am Anfang in den Osten gegangen und die spielen da gar keine Rolle mehr, also man weiß gar nicht mehr, was so mit denen passiert ist, aber eigentlich sind es ursprünglich 5 Zauberer Istari. Hier sehen wir auch so ein bisschen in Gandalfs Stab oben, dass er da immer seine Pfeife reintut. Das finde ich ganz cool, wenn ihr darauf achtet. Guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Stimmt. Ich habe mich schon gefragt, wo er die mir hinsteckt. Ja. Sehr gut. Das eignet sich auch an. Christopher Lee ist ja wohl der Einzige, der Tolkien noch persönlich kannte, ja, ne? Ja. Christopher Lee hatte, glaube ich, auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass er Gandalf spielen darf. Aber dann ist es Saruman geworden. Ich finde, das passt auch sehr gut. Also spielt er super. Ja, klar. Der hat so eine klasse Aura für so Bösewichte. Mhm, ja. Also vielleicht mal die Lichtschwertduelle beiseite, fand ich ihn jetzt auch als Count Dooku gar nicht schlecht. Aber muss auch mal sagen, ne? Herr der Ringe, Star Wars, so im hohen Alter hat der Mann noch mal schön die Franchises gerockt. Mhm. So. Das stimmt. Aber da ist er schon geturnt, oder? Also ja. Zu dem Zeitpunkt jetzt schon. Ja, er versucht schon, jetzt Gandalf so ein bisschen auf die Seite zu ziehen. Der ist ja auch zu den Hobbit-Ereignissen eigentlich schon nicht mehr auf der guten Seite, sondern ja. Hat sich abgewandt. Er hat ja auch schon ewig lang versucht, den Ring zu finden und alles irgendwie. Diese Lampen sind cool. Wenn alle Türsensoren kaputt sind, ne? Und es gibt auf YouTube eine Version, Florentin hat mir die gezeigt, da haben die den Kampf von den beiden unterlegt mit der Hobbit-Musik. Das ist so witzig, weil es halt so gar nicht passt. Das wäre der absolute Prank, einfach die Version in den echten Film einzubauen. Einfach zu gucken, wie die Leute reagieren. Das ist richtig gut. Ja, Jackson soll ja gar nicht so ein Freund von Zauberern gewesen sein, ne? Deswegen ist der Kampf wohl auch so, wie er ist, weil er meint, dieses mit Blitzen oder sowas, das finde ich voll dumm. Mhm. Aber ich finde es ganz cool, es hat so ein bisschen mehr diesen mentalen Kampf. Das hat halt voll Star Wars, finde ich. Mhm. Ja. Ich finde es gut, also. Das ist Homer Simpson auf dem Teppich von Mr. Burns, nachdem er den Streik gewonnen hat. Wow, wie hoch der Turm auch einfach ist. Aber wie kommt der denn aufs Dach? Wie kommt der aufs Dach? Das ist auch so eine Sache, die hab ich immer gestört. Es gibt keine Treppe da oben. Nix. Nicht mal eine Luke. Dich gezaubert. Ja, aber du glaubst, der geht da irgendwie 74.000 Stufen hoch aufs Dach? Oder was? In der Extended Version sieht man so 5 Minuten, wie er Treppe hochgeht. Extended. Oder es gibt einen Aufzug irgendwo. Der Imperator fährt doch auch Rolltreppe.
Sauer Margots Gemüse. Bevor ich das vergesse, ich finde es auch toll, wie sowohl wie Tolkien als auch wie Jackson das mit der Magie gelöst haben. Also sie erklären das ja eigentlich gar nicht vollständig. Was ist möglich? Wie ist es möglich? Mhm. Aber es funktioniert auch trotzdem wunderbar. Also ja, ohne sich da wie à la Eragon in totale Details zu verstricken, die dann nicht vorne und hinten nicht passen, finde ich es hier richtig gut gelöst. Eragon? Ja, hast haben wir gelesen? Schon mal drüber gesprochen. Ja. Hast du gelesen? Habe ich gelesen und den ersten geschaut, leider. Ja gut, es gibt ja nur einen. Ja, glaube ich, oder? Gott sei Dank, also einen zweiten hätte ich auch nie durchgehalten. Ey, ich habe das Buch gelesen und den Film gesehen. Mhm. Ich habe, glaube ich, das Buch gelesen, weil ich den Film gesehen hatte oder weil ich im Begriff war, diesen Film zu sehen. Und das ist halt einfach so, ja, das ist so, ah, das gefällt mir an Herr der Ringe, das gefällt mir an Herr der Ringe und das gefällt mir an Herr der Ringe. Ja, komm, ja, dann mache ich mal meine eigene Geschichte drauf. Ja, ja, absolut. Also ich mag diese Drachenreiter-Idee ganz gern, aber das ist kein Wunderwerk. Diese Füße, ey. Wieso? Was ist mit denen? Wie lange die auch immer jeden Tag gebraucht haben, um das alles, ja, die ganze Maske und die eine ganzen Stunde Füße und alles. Oh, nur für die Füße. Krass, ey. Und die konnten nur stehen. Weil hätten sie gesessen, dann hätten sich die Prosthetics hätten sich überdehnt und dann wäre es wieder gerissen, wenn sie halt im Sitzen das gemacht hätten. Deswegen mussten die halt eine Stunde stehen, bis die Füße angeschraubt waren. Aber ich glaube, bei Gimli war es noch krasser, weil er auch eine Allergie hatte gegen diese Maske, Bart, die wir ja gemacht haben. Ne? Oh. Und der größte Darsteller spielt einen Zwerg. Ist auch, ja, das ist auch richtig gut. Das finde ich auch super gemacht mit dem Wind und diesem. Du weißt direkt, oh Scheiße, da kommt jetzt irgendwas, ja, Beschissenes. Das muss ja in so einem Stadtpark irgendwo in Neuseeland, in so einer Großstadt gewesen sein. Echt? Ja. Wäre cool, wenn jetzt so ein Dackel dann ins Bild kommt. Oder so Taxis rufen würden. Phantom! Nein! Hier, da ist die von Eddie angesprochene Szene. Ja. Exakt so aus dem Zeichentrickfilm. Ich muss den echt mal schauen. Dieses schmierige Pferdebein. Ja, Blut ist es, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man denen normale Pferde geben könnte. Die wären, glaube ich, so. Nee, kannst du nicht. In Terror. Wobei in Rohan klauen sie ja doch auch mal welche. Aber ich glaube, Rohan hat die auch extra. Haben die nicht teilweise gesagt, dass die Rohan, dass die schwarzen Pferde nach Mordor geschippt haben, so ungefähr? Ja, weil die extra für die gezüchtet oder irgendwie so. Also Eomer meint, das sei nur ein Gerücht, aber okay, man weiß es am Ende nicht. Ja gut, dann muss ich nochmal mit Eomer reden. Hast du ihn gefragt, ja? Hat er gesagt, auf jeden Fall. Hat er mir geschrieben vorhin. Und da auch wieder Sam rettet die Situation. Die guten Kartoffeln. Das hat mich immer genervt, dass sie sich den Ring immer auf den Zeigefinger gemacht haben. Stimmt. Ja, vielleicht haben die den Ringfinger nie Ringfinger genannt. Ja, aber das ist irgendwie weird. Ich würde ja gerne mal wissen, Eddie, kannst du den Timecode sehen bei dir? Bei welcher Minute wir jetzt gerade sind? Ja, 55. 55. Jetzt wäre der Zeichentrickfilm schon fast vorbei. Ach. Der Zeichentrickfilm endet. Der endet 70 nach. 70 Minuten geht er, glaube ich. Der endet so nach Helms Klamm. Mhm. Also der geht bis Helms Klamm. Wie soll das denn gehen? Aber ja, wäre jetzt halt schon, weiß ich nicht, kurz vor Schluss so. Okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wir haben jetzt 55 Minuten geguckt und ich hätte auf keine verzichten wollen, ehrlich gesagt. Ich saß auch im Kino. Wann wollen die denn das jetzt bringen? Und wann wollen die denn jetzt das bringen? Das mit Saruman war halt zum Beispiel so ein Gag, der bei mir nicht mehr funktionieren konnte. Den kannte ich halt aus dem Zeichentrickfilm so gesehen schon. Ja. Und hier richtig peinlich. Ich dachte richtig peinlich lange, es hieß Bockenburg-Affäre und nicht Bockenburg-Affäre. Und ich dachte die ganze Zeit, wann erklären die denn die Bockenburg-Affäre? Was ist denn da abgegangen? Ach, stimmt, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Wer hat da wohl mit wem geauenlandet? Ich hab das richtig lang gedacht. Die Auenland-Papers. Aber also ein bisschen antiklimatisch, wie schlecht die Nazgul eigentlich sind, oder? Ja, das stimmt schon. Ja. Also dieses direkte Duell gibt es ja auch gar nicht. Die sind ja direkt da.
Die sind ja direkt vor denen. Naja, aber die sehen ja, Spaß, die sehen ja quasi nichts. Los mit 2 Kilometern pro Stunde sich entfernen. Also aber Wasser ja so, ist solange, das solange er den Ring nicht trägt, können sie quasi nur so ein bisschen erfühlen, dass er in der Nähe ist. Sie können nicht so richtig gut sehen. Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem von denen. Aber ich bin schon bei Eddie, also wenn die so dicht beieinander stehen, das gibt's ja im Buch auch nicht so in der Explizität am Anfang. Das wäre eigentlich ein Schnapp für den Nazi. Weißt du, er hätte mal zugreifen sollen. Aber wird sowas denn nicht schon auch damit geklärt, dass am Anfang gesagt wird, ja, fiel einem der unwahrscheinlichsten Geschöpfe überhaupt in die Hände? Ich glaube, das kommt da, also wie gesagt, das spielt da mit rein, dass er halt so ein Also für die sind die Hobbits ja wahrscheinlich ja im Können sie wahrscheinlich noch weniger wahrnehmen, als wenn jetzt Gandalf den hätte. Und es sind ja auch Menschen. Ja, aber sie haben ihn ja gerade wahrgenommen. Also sie standen ja direkt vor dem Ring war. Ja. Kann man, glaube ich, für beide Seiten Argumente finden. Und hier fand ich schade, in dem Zeichentrickfilm, da wird 5000 Mal gesagt, dass sie sich jetzt Herr Unterberg nennen. Mhm. Und es kommt hier in dem Film gar nicht mehr vor. Und ich fand es immer so lustig, dass sie sich Doch, Unterberg sagt er gleich. Ja, jetzt? Einmal oder so. Ja. Aber ach so, mehrfach sagen sie es vorher? Ja. Okay. Ja, die haben also eigentlich ist das ja Gandalfs so Plan sogar, dass er sich Unterberg nennen soll. Ah, jetzt sehen wir doch hier den Jackson gleich, oder? Der beißt in eine Karotte. Ich glaube, er hat sich in jedem Film einmal eingebracht. Da ist er. Oh, was eine gute Karotte. Das ist ein edles. Ein edler Bissen. The Prancing Pony. Aber das finde ich auch so gut gemacht, weil du merkst richtig so diese riesigen Menschen. Und das wirkt alles wirklich so bedrohlich, allein durch das, wie das gefilmt ist. Könnte ich ein Stück Fleischwurst haben? Woher kenne ich die Stimme? Habe ich auch gerade gedacht. Ist das Captain Blaubeer? Ja, das ist Captain Blaubeer. Ja, das stimmt ist Captain Blaubeer. Heißt der Edgar Ott? Prank. Ein Bier trinken. Das ist die Antwort. Ah, nee, Edgar Ott war der Sprecher von Benjamin Blümchen. Ah, okay. Aber es gibt keine weiteren Hobbit-Gäste gerade. Nee, die sind ja auch normalerweise nicht so Reisende, oder? Aber an was für einem Riesentisch müssen die gerade sitzen? Aber in Bre gibt's doch Hobbits. Und in der Szene im Buch gibt's doch auch ganz viele Hobbits. Da gibt's sogar Unterbergs. Deswegen, die glauben ja, Frodo ist auf jeden Fall dann mit denen verwandt und wollen irgendwie eine gemeinsame Linie feststellen. Ich habe auch nicht ganz verstanden. Samwise sagt ja an dieser einen Stelle, noch einen Schritt weiter und ich bin so weit von zu Hause entfernt, wie ich noch nie war. Mhm. Danach sind sie aber erst in dem Feld von dem Bauern oder Farmer, den sie ja schon kennen, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da treffen sie ja auf Pippin und Tuck. Sam kennt den, glaube ich, nicht. Also Frodo war da vorher vielleicht als Kind auf jeden Fall schon. Vielleicht kennt er den von einem Fest aus Hobbingen. Aber, aber Sam war jetzt so ein Stubenhocker. So ja, okay. Ich glaube schon. Die Gamgees sind sehr, sind Lokalpatrioten. Also diese Vorstellung von Aragorn ist einfach so gut, wie er da sitzt. Ja, da wurde im Zeichentrickfilm immer Streicher gesagt, also in der deutschen Fassung. Trider im Englischen. Für alle, die das Mega Drive-Spiel noch kennen, wisst ihr, woher es kommt. Wird auch laut Buch nachher der Name seiner Dynastie. Was denn? Streicher. Das also das elbische Streicher. Mhm. Holt ihr euch die 4K-Version? Ich habe sie mir zu Weihnachten gewünscht. Ja? Hast du die Vergleichsbilder gesehen? Nee. Die haben ja wohl deutlich den Grünstich bereinigen können, den es auf Blu-ray noch gab. Ja. Oder gibt. Ich werde mir die mal anschauen, aber ich fand den Unterschied jetzt nicht so krass, dass ich mir das auf jeden Fall holen werde. Ich glaube, im Buch ist er tatsächlich auch noch am Tanzen und am Singen und dann fällt er um und aus Versehen kommt der, yes. kommt der Ring auf den Finger.
Er singt da irgendwas von einer Kuh, die über den Mond springt oder sowas. Sowas, das habe ich mir gemerkt. Und jetzt haben sie ihn gesehen. Jetzt merken sie es. Momente mal. Momente mal. Ey, das mit dem Mondschein in dem Baum. Ja. Alter Schwede. Oh Gott, ey, wie gruselig das sein muss. Das sind auch so 0815 irgendwie Wand-Tattoo-Sprüche aus Mordor, oder? Es gibt kein Leben im Nichts. Was soll denn das heißen? Es gibt kein Leben im Nichts, nur den Tod. Laber doch nicht, Sauron. Hat er bestimmt so über seinem Bett in so einer Tattoo-Schrift. Es gibt kein Leben im Nichts. Viggo Mortensen. Kenn ihn nicht. Und er ist auch tatsächlich erst durch seinen Sohn dazu gekommen, die Rolle anzunehmen. Genau, sein Sohn hat wohl gesagt, ey, mach das. Ja, er wollte eigentlich nicht. Frodo, ich habe eine Idee, verstecke dich in meinem Grübchen am Kinn. Ja, aber woher kannte man Viggo Mortensen vorher? Nicht so wirklich. Gar nicht. Ja, G.I. Jane, ne? War er mit dabei. Okay, ja. Oh, das ist so ein Troll, diese Szene. Sie klopfen erst, um dann wieder zu reiten. Richtige Arschlöcher. Und das jetzt übrigens auch 1:1 aus dem Zeichentrickfilm. Wenn die Nazgul jetzt ins Zimmer kommen und die das da, ja. Die Betten zerhacken. Diese Szene auch mit den Schwertern, meine ich. Wahnsinn, also das ist ja auch echt ein richtig cooler Shot. Aber die müssen sich so verarscht vorkommen, sind so das ultimative Böse und lassen sich da verarschen von so ein paar Decken auf dem Bett. Ja, stimmt. Ja, dementsprechend sauer sind sie auch. Geile Stibbel. Aber ich hätte niemanden gewusst, der es besser macht als er jetzt. Also Aragorn, ich finde, der ist perfekt für die Rolle. Mhm. Ja. Man kann den Ralf Bakshi-Film übrigens auf YouTube gucken. Da ist er allerdings gesplittet in 19 Teile, aber die laufen nacheinander in so einer Playlist ab. Okay. Ich habe ja zwei Bildschirme, also einer Thumbnail, anderer Film. Kannst du schon mal vorladen, den Link. Eddie, du hattest ja eben gesagt, dass du den Herr der Ringe gelesen hattest. Hattest du damals auch das Silmarillion eigentlich gelesen oder das Rote nee. Buch? Nee. Schade. Ich hatte nur Herr der Ringe und der Hobbit gelesen. Also auch in diesem roten Buch, in dieser richtig dicken Edition oder ja. Also Einzelbücher? Ja. Guck hier, ich habe noch eine. Also das war nicht die, die ich damals gelesen habe, aber das habe ich mir irgendwann mal geholt. Checkt. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja. Oh, schön. Ah, genial. Das ist schön. Sogar auf Englisch. Ah, schick. Da sind doch hinten auch jetzt noch die. Jetzt hättest du aufmachen müssen, es wäre einfach irgendwie nur so ein Fake gewesen. Ja, so eine kleine Whiskyflasche drin. Sind da hinten noch die Stammbäume drin? Die Karten, oder? Ja, die Karten auf jeden Fall Warte. Auch. Die Karte. Ah, schön. Mega. Richtig geiles, geile Edition ist das hier. Silmarillion denkt man auch am Anfang, oh nee, da quäle ich mich nicht durch. Aber es gibt eine Audiobook-Version, wo Gandalf das vorliest. Ja. Und das ist der Hammer. Also da kann man sich auf jeden Fall gönnen. Achim Höppner macht das so großartig. Ah, ich dachte, ihr McKellen.
Das weiß ich nicht, wie es auf Englisch ist. Wolfgang Völz war übrigens der Barkeeper. Das ist die Stimme von Captain Blaubeer. Ja. Ich liebe mal einen Apfel. Den Apfel hat jetzt übrigens Viggo Mortensen geworfen und ihm direkt an die Birne. Beziehungsweise er hat es nicht beim ersten Mal richtig hingekriegt und sie mussten noch irgendwie 20 Takes oder so machen, bis er eben den Apfel halt in der entscheidenden Bewegung an den Kopf knallen konnte. Sieht man das? Da sind über 100 Seiten Appendix mit so ja, nice. Timelines. Ach, ich liebe es. Oh, dieser Sumpf da. Also habe ich noch nicht komplett geschafft, aber das, eigentlich lohnt sich das auch nochmal in diese Extended reinzuschauen. Weil da ist dann auch noch die Geschichte, wie Arwen und Aragorn sich kennenlernen und sowas drin, meine ich. Was halt eine dreiste Kopie von Beren und Lúthien in Version 3 ist. Das hören wir ja gleich in seinem Lied, was er singt. Im Moment. Was kritisierst du jetzt gerade? Ich kritisiere Tolkien dafür, dass er sich selbst kopiert hat? Quasi. Die Sau. Aber wir hören nicht mehr. Also was Aragorn gerade singt, ist ja ein Lied über Beren und Lúthien. Was quasi exakt Aragorn und Arwen sind, nur im Silmarillion so ungefähr. Genau. Und ich, bevor ich jetzt hier den Hate der Herr der Ringe-Elite auf mich ziehe, natürlich ist das symbolisch, weil ja in Aragorn und Arwen dann die beiden, der Spross von Elben und Menschen wieder vereint wird. Was also es diese passt schon. Besondere Beziehung zwischen Lúthien und Beren ja auch gewesen ist. Und tatsächlich hat Tolkien auch auf seinem Grab stehen, Lúthien und Beren, also von seinem Grab von sich und seiner Frau. Also er identifiziert sich schon sehr mit den beiden. Okay, aber als was sieht er sich? Ja, als Bären. Als dann als Mensch? Ja. Ja. Und Lúthien ist seine Frau und Lúthien ist ja in der Mythologie die einzige von einer Maia, also einer Halbgöttin geborenen Person. Also so halbgöttlich, halb elbisch. Mhm. Hoppla. Hier, das fand ich immer faszinierend, wie er seine Hand so halten kann. So verkrampft. Eine Armee. Mordors würdig ist. Es scheint ihn getroffen zu haben. So viel Stress. Ich dachte, ich soll nur eine Milch mitbringen. Und da auch, wie die Orks einfach aussehen. Das kannst du nicht mit CGI hinbekommen. Nein. Das dauert dann halt auch 10 Stunden, bis du geschminkt bist. Aber dafür ist es geil. Kommt jetzt das erste Mal das Dark Theme? Du, du, du. Genau. Du, du, du. Ja, gut, da wachst du auf und denkst dir, oh, was ist passiert in der Wie Nacht? Bin ich hier hergekommen? Das war eine Partynacht, du. Wo war Hangover in der Erde. Von Freitag. So, und jetzt sagt mir mal bitte schön, wie der durchs Dach gekommen ist. Das fragt er sich wahrscheinlich selber. Ja, die Tür siehst du halt nicht so. Liebe Herr der Ringe-Experten da draußen, wo ist die Dachluke von diesem Turm? Ich meine, im Buch ist es doch wirklich eine Treppe, oder? Die man ihn hochgebracht hat. Das kann sein, das weiß ich gerade nicht. Da ist hier wieder diese Industrialisierungskritik von Herrn Tolkien. Die ist auch oft dabei, ja. Überhaupt so die ganzen Elben und die Natur zu schützen und sowas, aber das passt schon ganz gut. Wobei er ja selbst sagt, ne, er hasst diese Allegorie. Also er möchte eigentlich keine allegorische Geschichte, also er möchte das nicht als allegorische Geschichte verstanden wissen, sondern als einfach das, was es ist. Und jeder zieht sich seinen eigenen Teil raus. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, weswegen wir halt heute drüber reden. Ja. Ich mag gleich die Szene. Warte, da, die, wo er da so ganz klein steht. Da ist das finde ich richtig gut. Hier. Da, finde ich, hat Jackson vergessen, die Wichtigkeit dieser Dolche noch mal hervorzuheben. Das stimmt. Wenn du es halt erst irgendwie im dritten Teil raffst oder siehst, was passiert mit diesen Dolchen oder was diese Dolche können, dann ist es ein bisschen zu wenig, was man jetzt da gesehen hat. Ja, das stimmt. Absolut richtig. Oh, das ist wieder so Hobbit-mäßig. Asche auf meinen Tomaten. Oh, shit. Was? Sie haben unser Feuer gesehen? Nein! Am Wachturm, was? Wie heißt das? Wetterfaust, ne? Wetterspitze. Amon Sul.
Und jetzt kommt die erste richtige Action, so gesehen, ne? Tatsächlich auch die erste Szene, die Aragorn gedreht hat. Und er musste davor, er kam relativ spät dazu. Und ja, es war ja vorher noch ein anderer Schauspieler. Genau, ne? Und er musste quasi super schnell lernen, wie man mit dem Schwert kämpft und sowas. Aber hat er alles gut gemacht. Also gleich, wenn Aragorn kommt, erste Szene, die er gedreht hat. Der arme Gaul, der mit solchen Stiefeln reiten muss, oder? Ja. Oder geritten würde, sagen wir so. Aber den Chören ist schon geil. Es passt doch einfach super, diese schwarzen Umhänge und alles. Und dieses Nichts, wenn man wirklich da reinschaut, weil im Grunde sind sie auch wirklich nichts. Ich habe mal den Darsteller vom Hexenmeister von Angmar auf einer Börse gesehen. Also ich hätte es nicht gewusst, dass er es ist, weil man sieht ihn ja nie. Ja. Aber es wurde dann halt gesagt, okay, der war der Typ, der unter dem Kostüm vom Hexenmeister von Angmar drin steckte. Und hat original 25 Euro für ein Autogramm verlangt. Da kommt die gute alte Morgul-Klinge. Ist das eine extra Klinge, die er rausgeholt hat? Ja, ne? Ja. Jo. Ja, du Depp, jetzt sieht er dich erst recht. Ja. Hätte ihm das mal gesagt. Ja, Junge, jetzt ist noch leichter. Das ist schon fast gemalt, ne? Ja. Dass er sich da so gegen wehren kann, ist schon krass. Denkt der Hexenkönig auch. Ja. Oh nein, er hat eine Fackel. Aber ich glaube, die Nazgul sind allgemein anfällig für Elemente, ne? Also Wasser, Feuer, ja. Alles so in die Richtung. Weil die ja auch nicht ich unter glaub, der die Kontrolle. Sind anfällig für Gegenwehr. Ja, aber die Elemente sollten ja auch nicht unter der Kontrolle ihres Meisters stehen, sondern die sind ja quasi gut durch die Valar. Mhm, genau. Ich vermute deswegen. Ist natürlich extrem scheiße, wenn alles, was es auf der Welt gibt, gegen dich ist. Anfällig für Gegenwehr. Sind die jetzt eigentlich komplett down oder also ein Teil von denen? Nee, die kommen, also die sind einfach noch da, ne? Ja. Was tot ist, wieder so ein bisschen sterben. Regenerieren. Moment, das war eine andere Geschichte. Auch alter, da geklaut. Alter Peter Jackson-Film. Und das ist jetzt entscheidend anders als im Buch, ne? Mhm. Also im Buch spielt Arwen wirklich kaum eine Rolle. Da ist man am Ende sogar schon fast überrascht, dass sie plötzlich heiraten. Du denkst so, wo kommt die denn jetzt her? Die? Aber das finde ich gut, dass sie das im Film geändert haben. Da ist es. Denn. Auch hier schöne Modelle, finde ich super. Mhm. Das sieht einfach mega aus. Trotz, ja. Also und CGI, ne? Also das ist halt. Das ist halt so Best of Two als irgendwie. Ja, echt eine schöne Kombination. Die erste SMS im Auenland, im Mittelerde. Ich glaube, die Motte schickt er zu Radagast und Radagast schickt die Adler, ne? Also er schickt die Motte nicht zu den Adlern. Ja, genau. Aber ist ja eher ein Vogel, ist ja eher Twitter dann, oder? Das ist doch kein Vogel. Ja, aber gleich. Also mehr als eine SMS auf jeden Fall. Die Short, kleine SMS. Short Motte. Okay, du hast mich. Sprachnachricht. Das ist auch geil. Oh, ey, das mag super ich. Ja, das mag ich. Das war damals noch der Shit, ne? Ja. Heutzutage kannst du dich irgendwie in jedem Videospiel daran satt sehen. Ja. Wie er so fröhlich da durchläuft, ja. Überall brennen die Bäume. Hi ho, hi ho.
Das sind die Urukai, ne? Mhm. Die es auch im Buch nicht gibt, ne? Doch. Doch. Aber nicht, also jetzt so in der Art, wie sie hier eingesetzt werden? Ja. Ja. Ich meine schon, ja. Super Orks. Genau, sie haben Orks nochmal mit Halborks gekreuzt, glaube ich, soweit ich weiß. Bilvis-Menschen wird gesagt. Aber Bilvis ist, glaube ich, auch eine Art von Ork. Also es gibt halt die Orks, die Uruks und dann, glaube ich, noch Urukai. Und Halborks. Und Halborks. Ist in Pre ja dieser Lutz Fahnrich. Stimmt, Lutz Fahnrich. Aber da blicke ich auch nicht ganz durch. Das ist jetzt Lurz, ne? Ist das schon Lurz? Das müsste Lurz sein. Da sehen wir die Trolle aus dem Hobbit. Tom, Tim, Bert. Oder? Nee. Tommy, Bill, Huggy, nee, Bill, stimmt. Bill, Tom und Bert. Ja. Oder? Huggy, Toni und Berti. Und Berti. Die Grege-Übersetzung. Oh Gott. Immer gut, so einen Heiler, so einen Gärtner dabei zu haben, wenn man mal so ein Kraut braucht. Mhm. Der nicht auf der Hut ist. Das ist so schön. Die hat schon was Elfengleiches irgendwie. Ja, die passt perfekt in die Rolle. Was? Was? Ich verstehe sie nicht. Ist wunderschön. Bisschen wie eine Blutvergiftung. Also ganz eklig. An der Louis Van. Könnte auch ein Sänger sein. Elfen sich streiten. Hört sich das so an. An der Louis Van. Der Jästling. Es gab auch mal ein Moin Moin. Hast du mich gerade der Jästling genannt? Es gab auch mal ein Moin Moin, wo Florentin so elbische Versautheiten rausgesucht hat. Das war auch sehr gut. Aber ich kann mich leider nicht erinnern. Es gibt ja kaum welche. Ja, das hat er auch sehr kritisiert. Aber bei der Amazon-Beschreibung stand doch da eben Schimpfwörter. Ja, dummer, fetter Hobbit. Dummer. Drogenkonsum, Gewalt und Schimpfwörter. Deswegen ist der Film ab 16. Ist er ab 16? Ja, stimmt. Mhm. Echt? Ja, stand da eben am Anfang. Aber was für ein Schimpfwort? Aber die normale Version ist ab 12. Das kann sein. Der stand nur eben bei Amazon da. Ich keine Ahnung, warum. Oder ob das korrekt ist. Ist die Version mit unserem Audiokommentar. Aber diese Reitszene ist auch so schön, weil bei Behind the Scenes siehst du einfach, wie Arwen dann die ganze Zeit nur auf so einem riesen Fass auf einem Auto sitzt und dann die ganze Zeit so. Das ist so gut. Wie sitzt sie da jetzt nicht auf dem Pferd? Ja, da war mal ein Anschlussfehler. Hast du so eine klassische Verfolgungsjagd-Szene, ne, wo die Varianz zwischen den Abständen recht hoch ist. Aber zieht einen trotzdem rein. Und jetzt schon wieder im Wald?
Da haben wir es wieder. Element Wasser. Welcher Fluss ist das nochmal? Weiß ich nicht. Bruinen. Hm? Bruinen. Ja, Bruinenfurt. Stimmt. Oh, da war auch noch irgendwas beim Dreh. Fuck, was war denn da bei der Szene? Irgendwas war da. Das weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, im Buch sind es auch jetzt geht's durchs Wasser. Gandalf und Elrond, die das eigentlich machen, ne? Da hat Arwen eigentlich nichts mit zu tun. Ja, da ist ja auch. Da kommt's ja sowieso nicht vor. Glorfindel ist, genau, der Retter, ne? Ja, aber Glorfindel ist auch ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Pferd. Okay. Also da ist ja nur noch Frodo, der alleine über die Furt geritten ist. Das sieht auch cool aus. Dann reitet man natürlich nicht geradeaus, sondern mit dem Wasser. Schnell nach Mordor. Oh, das ist mir zu viel. Ich kann doch gar nicht schwimmen. Gab es bei euch damals im Kino eine Pause? Ich habe den nie im Kino gesehen. Ich auch nicht, ich war da auch erst 10. Boah, weiß ich nicht mehr. Ich war da. Wann kam der raus? 2001? Oh, ich, schöne 5. Oh, scheiße, okay. Ich durfte das auch noch nicht gucken. Ah, Leute, ey, macht mir doch nicht immer mehr, macht mir doch immer bewusst, wie alt ich bin. Furchtbar. Agent Smith? Da ist er wieder. Sind wir in der Matrix? Im guten alten Jahr 1955. Was? Mama? Ob das Bett in Übergröße ist, damit er ein bisschen kleiner wird? Das kann gut sein, ja. Muss ja eigentlich. Jetzt kommt doch gleich diese cringy Szene, wenn sie alle reinkommen und auf dem Bett hüpfen oder so, ne? Kann es sein? Nee, das müsste im dritten die Szene ja, sein, das die du meinst. Ja, das ist später. Stimmt, das ist am Ende vom dritten, ne? Ja. Ja. Auf dem Feld von Kormallen. Aber ich glaube, ich käme mir auch so ein bisschen verarscht vor als Adler. Immer wirst du gerufen, wenn jemand auf einem brennenden Baum sitzt oder auf einem Turm oder so. Aber lädt dich mal jemand zur Geburtstagsfeier ein oder irgendwie? Ja, oder zur Heirat von Aragorn? Nö. Es gibt nur eine Nettigkeit, nämlich der als dein den Adlerfürsten mit Gold krönt. Das ist eigentlich alles. Ansonsten, nope. Da haben die einmal den Maid draus gerettet vor Urzeit und seitdem werden die immer ja, wieder gerufen. Marillion wieder. Ja. Da lag der Fehler. Da hätte ich auch keinen Bock mehr, denen zu helfen. Also ich bin jetzt nicht so der Experte in der Welt, ja. Aber mein Eindruck ist, dass die Adler jetzt auch nicht gerade die geselligsten Typen sind. Nee, die sind eigentlich unter sich. Ja, ne? Also da darf man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann nicht eingeladen wird. Also müssen halt immer nur Leute aus irgendwas Hohem rausretten, so ungefähr. Und beim Kampf. Ich brauche euch wieder. Taxiunternehmen so ein bisschen. Oh, ich liebe die Musik. Und man merkt auch wirklich, dass Elrond und Galadriel die beiden Ringe noch haben, dass wirklich ihre Orte noch mal so besonders schön sind. Mhm. Besonders unberührt von der Außenwelt.
frage ich mich gerade, wie Gandalfs Haus aussehen würde, wenn er, wenn er sich irgendwo niederlassen würde. Grau. Aber hier sieht man auch noch mal, dass es manchmal so ein bisschen billig aussieht mit der Beleuchtung. Ja, da gut, das ist Greenscreen, ne? Oh, ja, also Greenscreen siehst du eigentlich manchmal. Also hier auf jeden Fall der Shot. Gut, und da merkt man jetzt, ist er doch schon 17 Jahre älter. Ne? Doch schon sehr viel älter geworden, ja. Also, hab ich doch recht gehabt. Er muss ja auch hier sein ganzes Buch zu Ende machen. Kommt jetzt die Fratze? Jetzt gleich. Nach dem Rat, oder? Aber es ist halt schon lustig, dass wir jetzt genau 1,5 Stunden, also quasi Spielfilmlänge haben und jetzt ja auch so fast schon so einen Ausklang haben. Also theoretisch könnte hier der Film schon ein Film enden. Ich meine, auch im Kino war hier eine Pause. Also entweder, wenn sie da angekommen sind oder kurz nachdem sie von Elrond wieder wegreiten, von seinem Haus. Da ist, glaube ich, ein Break gewesen. Ja, und ich meine, dass doch auch Buch 1, also selbst der Die Gefährtenband ist ja noch in 2 Bücher unterteilt und der endet, glaube ich, beim Übergang über die Bruinenfurt. Also nach der Pferdszene, die wir eben gesehen haben, endet quasi auch ein Buch. Das passt also alles gut zusammen. Da dachten sie ja noch, ja, dann gehen wir wieder schön nach Hause. Tatsächlich ist, glaube ich, die Wunde auch so ganz am Ende auch dieser Grund, warum er mit nach Valinor fährt. Weil er wirklich, es wird im Buch, glaube ich, noch mal ausführlicher beschrieben, dass er sich so wirklich auch so langsam wie Bilbo fühlt, so ein bisschen geistermäßig, so ein bisschen durchsichtig. Und er hat so das Gefühl, diese Wunde, der wird es nicht mehr los, er fühlt sich dann nicht mehr zu Hause. Genau. Ja, es wird wahrscheinlich so ein bisschen die Kriegserfahrung von Tolkien widerspiegeln. Das kann auch sein. Dass du es halt einfach nicht mehr vergessen kannst, was du erlebt hast. Und dass du die Schrecken, die du halt durchgemacht hast, einfach nicht mehr los wirst. Ja. Wie du eben meintest, also er hat ja selber gesagt, man soll das dann oder man muss das da nicht reininterpretieren, aber man kann es auf jeden Fall. Nein, also es gibt ja Leute, die irgendwie sagen, der Ring ist die Atombombe oder irgendwie sowas. Weißt du? Und ich glaube, gegen sowas hat sich Tolkien verwehrt, dass man das wirklich so sagt, weil das wäre ja nur dann sinnvoll für einen bestimmten Zeitraum oder für einen Abschnitt der Menschheit oder keine Ahnung. Und ich glaube, das wollte er einfach nicht. Sondern er wollte, dass das jeder für sich irgendwie einordnet und irgendwie macht. Ja. Nur nichtsdestotrotz kann er ja trotzdem, also er kann ja trotzdem seine eigene Erfahrung mit in das Stück einfließen. Deswegen, also ich stimme dir zu. Punkt. Da Gloin sogar auch noch dabei. So hätte ich mir auch die Zwerge vorgestellt bei Hobbit. Und nicht so komisch, wie sie dann tatsächlich waren. Geleckt. Nicht so comedyhaft irgendwie. Ja, das stimmt. Och, die Zwerge in Hobbit waren jetzt auch nicht das Problem. Der Bombur, dieser ganz dicke. Oh, ja, also die sahen teilweise schon irgendwie so ein bisschen. Dass du dich jetzt auch auf den einschießt. Da hätte sie gab schon noch andere, die ich auch so. Wie heißt der Torwald? Kein Bodyshaming, Mara, bitte. Wie heißt der Tormund, der Anführer? Thorin. Tormund ist auch Game of Thrones. Ach, stimmt. Thorin. Ja. Thorin Eichenschild oder irgendwie sowas, ne? Genau. Ja, den fand ich cool. Ja. Also Richard Armitage, der macht das echt die, cool. So ein bisschen die im Hintergrund stehen, die sahen teilweise für mich zu lustig aus. Ja. Ich hätte sie mehr so wie Gimli gehabt, gerne. Es gab ja auch den mit dem Hörrohr, den einen Zwerg. Also kann man machen, aber
Ist nicht so wie hier. Ich mochte den mit der Glatze. der hat ja keine hat der Glatze gehabt? Der mit dem ganz weißen Bart? Nee, du? Der hatte, das war diese. Der hat bei Rambo 4 mitgespielt. Und da war er ein Söldner. Und ich fand es cool, dass der hier so diesen harten Zwerg macht. Ich glaube, zwei Äxte oder so. Dwalin war das dann wahrscheinlich, ja. Nein. Hey, da hat es dann einfach so Dropkick-mäßig da ins Feuer rein. Aber warum hat er ihn jetzt nicht zum Beispiel und dann rein? Naja, es ist halt Elrond. Wer könnte das wohl sein? Der Wirt aus Bre. Oder der Stolz für das Bier oder einer von den Stolzfüßen. Glaubt ihr, der Umschnitt war echt so beabsichtigt? Was denn? Dass er jetzt, nachdem sie jetzt über Aragorn gesprochen haben, direkt auf Aragorn schneiden? Ja, glaub schon. Also, ja, wäre ja eigentlich schön nicht beabsichtigt sein. Ja, ich meine, es wäre ja eigentlich schön gewesen, hätte man das noch ein bisschen vielleicht im Hintergrund oder im Mysterium gehalten. So. Ist das nicht auch eine Extended Scene? Das da? Nein. Nein? Okay. Ja. Was? Sicher? Ja, das ja. Das ist jetzt Extended. Ja, genau, das meine ich. Deswegen. Aber die Szene ist trotzdem ja noch vorhanden. Also die ist jetzt erweitert. Aber das Zusammentreffen, weil er geht gleich hin und schneidet sich am Schwert, das ist auch in der Kinofassung drin. Okay. Das muss ja wirklich über 2000 Jahre aufbewahrt und schön verwahrt, diese Bruchstücke von einem. Ja klar, nimm einfach, nimm's einfach. Kein Problem. Au! Ah, sowas kann ich nicht sehen. Ah. Oh, Alter. Jetzt lässt das dann auch noch einfach fallen. Gehen. Da merkst du schon, was für einer Boromir ist. Aber Sean Bean ist perfekt für diese Rolle. Dieser Schmierlappen, der irgendwie bei Wind und Wetter irgendwie die Segel in jede Richtung streicht. Ja. So, das der ist dann trotzdem wieder versucht, auch gut zu sein, aber irgendwie auch nicht. Und das passt eigentlich ganz gut, ja. Was zur Hölle war das? Anton muss sich muten. Anton muss sich muten. Sonst haben wir. Hat er? Schade. Oder? Nee, das ist oder der Vogel aus. Die Regie hat ihn vielleicht gemutet. Ja, schade. Nein. Nope. Was? Das ist der Fluss, Schreck. Ja, das ist der Fluss. Der plätschert hier gerade so ein bisschen vor sich hin. Aber die zwei sind auf jeden Fall mein Allerlieblings-Fantasy-Paar. Aber, um jetzt mal beim Ernst der Sache zu bleiben. Aber warum lacht ihr denn die ganze Zeit? Anton vergessen hat sein Mikrofon aus. Ach, jetzt verstehe ich. Okay, jetzt kapiere ich. Aber wir stehen gerade am Fluss. Das ist erkennt vielleicht auch. Also. Es könnte auch eine akustische Täuschung sein. Ich habe das nie verstanden. Ich muss es jetzt einmal mal sagen. Ich habe das nie verstanden, was die da jetzt eigentlich hier abdealen. Also, okay. Sie gibt ihre Unsterblichkeit auf, damit sie mit ihm zusammen sein kann, oder was?
Ja, also ich glaube, um nicht zu sterben, müsste sie ja nach Valinor segeln, wie die anderen Elben jetzt, weil insgesamt Mittelerde gerade so ein bisschen verfällt. Und diese Herrschaft der Elben ist halt einfach vorbei. Und wenn sie da bleiben will bei ihm, dann wird das früher oder später sie töten. Also es hängt jetzt nicht mit diesem Gegenstand zusammen, dass sie ihm da jetzt irgendwie ihr Unsterblichkeitsamulett überreicht, sondern es ist allgemein dieses bei ihm bleiben in Mittelerde, glaube ich. Weil sie soll ja, oder sie ist ja später nochmal im Begriff. Genau, sie soll laut ihrem Vater rübersegeln, dann würde sie wirklich unsterblich weiterleben. Aber sie entscheidet sich für ein sterbliches Leben, was immer noch lange ist, aber nicht unsterblich. Zu spät, Anton. Habt ihr mich gehört oder was? Ich hab's extra gemutet eigentlich. Oh nein. Entschuldigt bitte. Nein, nein, die standen an dem Fluss. Ja, die standen an dem Fluss. Oh Leute, tut mir leid, ich habe extra den Regler geschoben, aber habe ich es nicht richtig gemacht. So it's true. Da sagt Peter Jackson, es muss Pain in the Ass gewesen sein, diese Szene zu drehen, weil er immer darauf achten musste, dass auch jeder in die richtige Richtung guckt. Oh ja. Aber wieso ist es so schwer, dass jeder in die richtige Richtung guckt? Weil die sich so in einem Halbkreis irgendwie gegenüber sitzen. Und es wohl halt im Dreh mit den ganzen Schnitten und den Kameraperspektiven halt wohl schon schwierig ist, dass die halt auch immer in die richtige Richtung gucken. Ich glaube, Legolas war ja ursprünglich hingekommen, um zu sagen, dass Gollum ihnen entwischt ist, weil die ja vorher, die hatten ja Gollum noch gefangen, ne, die Elben. Ja. Und eigentlich wollte er da bei der Versammlung das sagen. Und Gandalf macht mal wieder seinen Move. Das ist jetzt Zauber. Aber auch Extended Stuff. Ja. Das gab's in der Kinofassung nicht. Bumbishi Krimpatul. Ah, diese böse Sprache macht mir Kopfschmerzen. Diese Aggression macht mich ganz fertig. Ich bin noch ein Elf. Wieder geschockt ist dieser Typ da hinten. Ah, sehr schön. Oh, der ist mein Freund. Du bist blöd, Boromir. Oh. Hast du was gegen Elben, oder? Neu zu synchronisieren. Naja, sie sind schon ein bisschen albern. Komm schon. Sind sie tatsächlich auch im Buch, weil sie dann immer lustige Lieder über alle singen und so. Was mich an der Szene auch verwundert, Aragorn, Arathorns Sohn, dass ihm das wirklich was sagt. Also, das muss ja auch nicht bedeuten, dass das jeder kennt. Ach ja, Arathorn, den hätten wir ja eigentlich auf den Thron setzen können. Ah, und das jetzt sein Sohn, alles klar. Wenn er doch das weiß, dann müsste er doch auch den Aufenthaltsort wissen. Also, weiß ich nicht. Aber die wissen doch da alle irgendwie der Sohn von irgendwas. Ich finde, Boromir könnte schon wissen, also als Sohn von vom Truchsess. Aber müsste er dann nicht wissen, anderen, wo der sich aufhält? Vor allem wie die anderen Menschen. Nicht. Das ist doch wieder so Classic Gimli. Also Gimli, ich habe so meine Probleme mit Gimli. Zwerge. Das hat sich ja bei Nerd of the Rings damals schon abgezeichnet, dass wir nicht der gleichen Meinung sind. Ich bin auf jeden Fall Team Elben. Achtung.
Da. You can't simply walk into Mordor. Weißt du, wisst ihr, warum er nach unten guckt? Warum? Weil das Skript während des Drehs ständig umgeschrieben worden ist. Und die haben halt wirklich jeden Abend haben die Seiten unter ihre Hotelzimmertüren durchgeschoben bekommen mit neuen Änderungen. Und bei dieser Szene hatte Sean Bean noch keine Ahnung, wie der Text ist. Und den hat er halt auf dem Knie liegen. Und deswegen guckt er die ganze Zeit nach unten. Also jetzt, wo du es sagst, fällt es auf, aber ohne. Aber passt doch gut. Wunderbar, ja. Es war ja wirklich an sich eine sehr besondere Situation, da wirklich alle Rassen irgendwie zu vereinen in so einem Council. Aber Rohan war nicht anwesend tatsächlich. Ja. Oder vielleicht einer von den Menschen, kann ja vielleicht sein. Ja, aber im Buch, also kann ich mich nicht dran erinnern. Aber müsste Rohan nicht jetzt schon längst in der Kontrolle von Skrima, also beziehungsweise von Saruman dann sein? Ja, das kann gut sein. Guck mal, das finde ich jetzt auch ein bisschen schade an der Extended-Fassung, weil hier ohne diesen Anfang, wo Gandalf sich noch mal eingemischt hat und Boromir versucht, in seine Schranken zu verweisen, wird da jetzt viel klarer, wie verführerisch und wie manipulativ eigentlich dieser Ring ist. Dass er da halt plötzlich alle gegen sich aufregt, die Aggression in allen irgendwie schürt. So. Ja. Und mit der Szene vorher, finde ich, verpufft jetzt der zweite Aggressionsaufbau. Aber es macht natürlich die Boromir-Entwicklung, glaube ich, noch mal ein bisschen besser. Also, weil du dann da schon den ersten Zweifel spüren kannst. Ich weiß nicht. Wir wissen aber eigentlich schon seit von Beginn des Films an, dass die Menschen die Lappen sind. Stimmt. Die vor allen Dingen nach Macht gieren. Ja, okay, gut, wenn wir schon so einsteigen müssen. Und meine Axt. Die Blicke, ach schön. Ja, John Rhys Davies hat auch einen geilen Franchise-Kanal. Du hast doch gar keine Axt mehr, du hast die gerade kaputt gemacht. Du bleibst zu Hause. Bilbo war jetzt hier gar nicht dabei, ne? Weil der liest im Buch so ein ewig langes Gedicht oder ein Lied vor oder sowas. Und der Council, der zieht sich im Buch auch richtig lang. Also da habe ich ein paar Mal gedacht, oh, jetzt komm ja, mal. Ja, aber ist das im Rat? Das ist mit dem Gedicht? Ich glaube, das ist doch davor. Obwohl er immer. Aber ist dabei. Er ist im Rat dabei und er ist ja auch eigentlich derjenige, der Legolas-Position einnimmt und Aragorn so ein bisschen zur Seite springt. Und da liest er tatsächlich das Gedicht vor. Was im dritten Film, während Anduril geschmiedet wird, nochmal aufgegriffen wird. Jetzt war Break. Genau, jetzt war, glaube ich, Break. Oh, ja, und CD-Wechsel auch bei der DVD-Version. Kein Scheiß. Ach, da gönne ich mir jetzt mal ein bisschen in mein Brötchen. Aber pass mit dem Mute-Knopf auf. Ja, warte. Ich mache ihn jetzt aus. Das Grab von seiner Mutter. So, und jetzt stellt euch mal vor, Rian Johnson würde den zweiten Teil drehen. Wie heißt seine Mutter? Er kann es nicht lassen. Wie heißt seine Mutter nochmal von Aragorn? Höre ich mich? Irgendwas mit B? Ui, gute Frage. Ich muss gerade mal googeln. Warum kann ich das nicht muten? Anton, ich verstehe dich jetzt gerade. Endlich jemand, der mich versteht. Gil Ryan heißt die Mutter. Ja, mute mich mal kurz, bitte. Ja. Danke. So. Hast du es gefunden? Gil Ryan. Gil Ryan? Gil Ryan. Wie auch immer man das ausspricht. Nie gehört. Oh, Stich. Das ist ja aus Gondolin auch noch, richtig? Und die Schwerter der Hobbits, die stammen aber aus Numenor? Ja.
Dann hat das ja wahrscheinlich Mike Lean gemacht. Made by Mike Lean. Kann sein, ja. Ja, das weiß ich aber nicht mehr. Schöner Mithril-Hemd. An sich, wenn du nur diese 10 nimmst, ist ja ein richtiger Asshole-Move, da jetzt wieder zuzuknöpfen, wenn er einfach nur fragt, darf ich noch mal meinen Ring angucken? Nee, das stimmt. Also diese normale Frage einfach. Oder so, nö. Dann packe ich wieder weg. Mein Niveau, dein Niveau, Abstand. Aber im Buch ist es doch auch eine Einbildung Frodos, oder? Das kommt hier ja ganz anders drüber. Während im Buch habe ich es immer so verstanden, dass Frodo in Bilbo plötzlich so ein was Ork-ähnliches sieht. Ja. Weil er dem Ring schon so weit verfallen ist. Ja. Finde ich fast schade, weil ich mag Bilbo gern. Ich lasse nichts auf den kommen. Was soll das, Peter Jackson? Aber es ist schon gut umgesetzt, obwohl man sich auch sehr erschreckt hat, plötzlich, dass da plötzlich so was kommt. So. Bin wieder da. Krogmann. Geil. Oh. Das hat nichts mehr gesagt. Und alle anderen. Das ist ein richtiger subtiler Diss. Ja, die Zwerge sind wirklich nicht gern gut angesehen allgemein. Ja. Ne? Die mag niemand so wirklich in der Erde. Ja, mittlerweile nicht mehr so. Wobei es ja, glaube ich, nach den Ereignissen des Herrn der Ringe wieder etwas besser wird. Ja. Aber so unglaublich viele gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Das stimmt. Und es ist ja auch so, dass die nicht ursprünglich in diese Welt kommen sollten. Also sie sind ja gar nicht von dem Gott, von dem Obergott erschaffen, sondern von einem der Untergötter. Der hat sich gedacht, er will auch Leben erschaffen. Ja. Und so gehören die nicht zu den Kindern Ilúvatars, so heißt der Big Boss, sondern sind adoptiv. Genau, sind adoptiert quasi. Die Zwerge sind für Mittelerde, was Fahrradfahrer für Ichjäniger lesen. So steht es in der Heiligen Schrift. Allein schon diese Szene, das ist einfach so schön, diese ganze komplette Gemeinschaft. Und der Lutz. Ist das schon der Lutz? Ja, ja. Aber wie kommt der eigentlich zu den Gefährten? Ist das hier geklärt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Hier war er jetzt plötzlich dabei. Normalerweise kommt er ja aus Bre mit. Ja. Na, vielleicht hat er nach dem Kanon so Aragorn gehört oder sowas. Der einfach aber mit. Lutz hat doch auch nicht so ein langes Leben, oder? Doch. Ich glaube, der kommt einfach nicht mehr vor in den Filmen, aber der. Doch, der wird gleich weggeschickt. Ja, ja, aber danach kommt er doch nicht mehr vor, nee, oder? Nee, aber im Buch ist er am Ende wieder da. Genau. Oder meintest du Lurz, also den Uruk-Hai? Ach so. Freunde. Meinst du Lutz das Pony oder Lurz? Ich meine Lutz das Pony. Okay. Ja. Nee, der lebt. Oh, schon ein geiles Fleckchen Erde, Neuseeland. Ne? Mhm. In Neuseeland auch komplett richtige Entscheidung da zu drehen. Er hat doch immer so eine coole Art Mordor zu sagen, immer Mordor. Mund voll in die Kampfübung. Das ist die gondorianische Schule. Stimmt, da weiß ja wirklich noch keiner, was aus Balien und so geworden ist, ne? Zu dem Zeitpunkt. Ja. Da denken sie noch, ja, da läuft alles. Ja, wobei Funkstille herrschte ja schon seit ein paar Jahren. Also irgendwas ist strange, aber sie denken, es läuft doch irgendwie. Deswegen kommen Gloin und Gimli ja ursprünglich auch in den Rat, um das zu diskutieren. Mhm. Ist das die Synchronstimme von Bud Spencer bei Gimli? Ja. Oh ja, stimmt.
Aber Bud Spencer hätte sich hier nicht versteckt, wahrscheinlich. Ja, dann kommt doch! Der hätte die weggeblasen. Ja. Ja, dann werden sie da. Er hat doch erstmal weitergegessen. Oh, die Kamerafahrt mag ich gleich auch, wo das hinter den Krähbeinen da unten in diese Minen, diesen Guards reingeht. Ja, das kommt stimmt. Jetzt gleich. Das ist auch so eine richtig schöne Fahrt. Aber kommt das richtig raus, dass das quasi Saurons Boten sind, die jetzt suchen? Ja, Sarumans okay. Boten, sicher. Okay. Man sagt das gerade. Und ich glaube, das war auch so eine Stelle, weil Boromir nicht fliegen wollte zum Dreh, dass er dann einfach super früh aufgestanden ist und überall hingewandert ist auf die ganzen Berge. Einfach stundenlang, weil er so einen Schiss hatte zu fliegen. Schon mit dem Helikopter. Mhm. Na gut, wenn du in jedem Film stirbst, musst du aufpassen. Ich habe gerade dieses Jahr wieder einen Film mit ihm gesehen und ja. Es ist schon ein bisschen, scheiße, wenn du weißt, Sean Bean spielt mit und du weißt, was mit ihm passiert. Was da jetzt noch alles kommt, ey. Mhm. Wir haben ungefähr die Hälfte. Ein bisschen mehr. Aber ich muss sagen, ich mag tatsächlich den ersten Film am liebsten, glaube ich. Noch lieber als den dritten. Hm, ich auch. Ja? Ich mag den zweiten am liebsten. Der zweiten? Ja. Echt? Die meisten mögen den dritten. Ich meine, Hell's Klamm ist schon geil. Ja. Da, die Fahrt meinte ich. Ja. Aber im zweiten ist auch sehr viel Sachen so dabei, die da ist schon die ganze Frodo und Sam reisen durch die Gegend und da könnte ich nur kotzen. Ja, okay, gut. Aber die ist doch gerade wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in den Rewatches der Herr der Ringe sind die Frodo und Sam-Szenen, die haben mich auch schon relativ oft überskippt, um quasi die Reise von Aragorn besser nachvollziehen zu können. Die ganzen Schneeszenen haben sie auch alles im Studio mit so Kunstschnee gedreht und das war eigentlich richtig warm darunter und du musst halt spielen, als wäre es dir arschkalt. Und Legolas kann schön auf dem Schnee laufen. Das mag ich auch sehr gern, denn der Karadras, also der Berg oder auch Rothorn genannt, hat eigentlich so einen eigenen Charakter und der will eigentlich nicht, dieser Berg, dass da Leute auf ihm rumkraxeln. Und Saruman versucht jetzt mit seinem Zauberspruch, er sagt halt die ganze Zeit, wach auf, grausames Rothorn, guck mal, lass sie deinen Zorn spüren, so ungefähr. Und Gandalf versucht es mit so einem Gegenzauber abzuwenden und er sagt halt die ganze Zeit, bleib ruhig, Karadras, schlaf weiter. Aber Saruman ist halt stärker. Guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Aber da ist doch jetzt auch so eine Kontroverse um diese Stelle, oder? Weil im Buch ist es ja wohl anders, wie sich entschieden wird, durch Moria zu gehen. Also und ich habe nicht verstanden, warum das jetzt so entscheidend für die Beziehung zwischen Gandalf und Frodo ist, dass Jackson das jetzt so gemacht hat, wie er es macht. Also so entscheidend, finde ich. Also im Buch hat Saruman damit nichts zu tun, glaube ich. Da sagt der Berg schon, macht das von alleine klar, dass er es nicht will. Also da fängt es plötzlich mega an zu stürmen und alles. Da hat Saruman nichts mit zu tun. Das regelt er selber, der Berg. Und die merken schon relativ früh, dass der Berg sie nicht will. Ja, das stimmt. Und dann gehen sie woanders her. Aber ich glaube, du spielst auch auf die Entscheidung an, im Film Gandalf als den darzustellen, der nicht nach Moria gehen will, während im Buch es ja eigentlich Gandalfs Plan ist, oder? Das meintest du doch. Ja, und er überlässt ja jetzt Frodo die Entscheidung, ob sie. Ach so. Ja. Ja, wobei das ist im Buch, meine ich, relativ. Also kommt auch schon rüber, dass Frodo da eine Stimme hat, dass er mitentscheiden darf. Mhm. Ja, ich glaube, sie wollen so ein bisschen das pushen, dass Frodo der Ringträger ist und dieses. Nicht, dass Gandalf alles entscheidet. Also er versucht schon so ein bisschen. Mach du mal was, Frodo. Per se ist das auch dringend nötig. Ein
ersten Balrogs waren tatsächlich dann zu, also wenn man das Silmarillion liest, kommen die noch recht häufig vor. Da waren das richtig diese Feuerdämonen, gegen die man auch viel kämpfen musste. Und das ist jetzt schon relativ selten, dass dann noch mal einer auftaucht. Als Kind dachte ich auch, Balrog von Morgoth heißt, der kommt aus, einer, aus einem Ort namens Morgoth, aber er ist natürlich vom urbösen Morgoth erschaffen worden. Genau. Dem Chef von also Sauron. Ja. Oder Ex-Chef. Ist ja nicht mehr so ganz unter den waltenden Geschöpfen. AD oder was? Außer Dienst? Ja. Ach, so ein Rat will man auch kriegen. Wem soll ich vertrauen? Drauf. Ich hatte mal so einen Dozenten, wenn wir den gefragt haben, ja, wie geht denn das, dann hat er immer gesagt, das frage ich Sie. Und dann wussten wir natürlich alle noch nicht weiter. Und er hat sich dann gewundert, warum nach 3 Vorlesungen keiner mehr da gewesen ist. Guck mal, in der Szene hat er so richtig gehackt, das ist mir noch nie aufgefallen. Diese Leuchtschrift, die, das ist ja wirklich Ithildien, heißt es, glaube ich. Und das kommt in diesen Spielen von Shadow of Mordor, Shadow of War auch relativ häufig vor. Da muss man die immer finden. Zeichen mit Ithildien, die dann auch so leuchten. Ist das eigentlich dieselbe Technik, mit der die Mondbuchstaben auf die Karte von Thorin gemacht wurden? Ich würde vermuten, dass es so in die Richtung geht. Okay. Nur Gothrim sind, glaube ich, auch die Zwerge, ne? Ist das nicht elbisch für Zwerg? Naugrim, ja. Naugrim. Ist nur Gothrim? Na, muss ich vielleicht mal, die Mehrzahl. Muss mal schnell googeln. Ja, Elbenvolk. Da sind wir wieder bei der cholerischen Ader, Eddie. Zwergenvolk, meine ich. Aua, was ist das? Ich glaube, Eddie wechselt die Kopfhörer. Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Jetzt wieder. Beziehungsweise das Geklapper kam von dir vorher eben gerade? Ja, meine Kopfhörer sind leer geworden. Das ist im Buch auch so eine richtig dramatische Szene mit Nein, ich möchte mich nicht von Lutz retten. Da bin ich sehr froh, dass sie das hier ein bisschen gekürzt haben. Also da ist Sam wirklich am Heulen um diesen Lutz. Ja, im Buch kennt man den ja auch viel besser. Ja, das stimmt. So gut man einen Pony namens Lutz eben kennen kann. Ich glaube, hier haben sie es auch geändert, dass Pippin da die Steine reinschmeißt. Oder was? Merry oder Pippin haben gerade die Steine reingeschmissen? Ich glaube, das ist gar nicht so sehr, dass die das Wasser auf, also dass sie das Wasser so triggern, dass sie da dauernd Steine reinschmeißen oder so. Das ist eher. Ja, hier im Film jetzt schon. Ja, genau, aber im Buch nicht. Also im Buch. Ich glaube, aber Boromir schmeißt da auch Steine rein. Und ja. Im Buch ist Boromir mehr so der, der was macht. Und da ist nicht so Pippin dieser, der ständig Scheiße macht im Buch. Das haben sie für den Film so ein bisschen ihn als. Du hast recht, ja, stimmt. Wobei das mit dem die Brunnenszene, die wir nachher noch sehen werden, das ist ja durchaus doch Pippin. Die echt nur für die Gags dabei sein sollten, ne? Mhm.
nennen es eine Mine. Eine Mine. Das ist keine Mine. Das ist ein Grab. Ey, das musste richtig schlimm für Ghibli gewesen sein. Legolas ist auch so ein bisschen das Navi von Mittelerde, oder? Du merkst auch wirklich, dass das Vieh böse ist, weil es sich direkt den Frodo schnappt. Also es hat schon gecheckt. Es wird ja kein Zufall gewesen sein, dass es sich aus der ganzen Gruppe dann direkt Frodo nimmt. Ne? Aber es ist ja auch eine Kreatur von Morgoth, glaube ich. Der Wächter. Ja, der ist auf jeden Fall schon lange da, ne? Ich glaube, der ist auch mit Davy Jones verwandt übrigens. Vielleicht sein Onkel oder so. Urgroßvater. Ich hab den gar nicht mehr so. Ja, im Detail präsent, dass der so wirklich detailliert gezeigt worden ist oder in seiner Größe. Ich glaube, im Zeichentrickfilm siehst du davon nicht so wirklich viel. Ich mag tatsächlich die ganze Wanderung durch Moria auch richtig gerne. Ja. Auf die habe ich mich nur gefreut. Weil das war ja das Ding halt, ne? Ich meine, der große Bruch. Das stimmt. Ach, es ist auch wieder toll gemacht. Also diese zu erahnende Großartigkeit, gleichzeitig der ganz, ganz fiese Verfall. Das, also, ne, Jackson hat das einfach sehr gut verstanden, das umzusetzen, was Tolkien ihn da so hingelegt hatte. Ganz anders, als es die Regisseure von Harry Potter mit der Materie gemacht haben. Ja, das war damals ja auch echt ein Ding, ne? Dass dann Harry Potter und Herr der Ringe so fast in Konkurrenz getreten sind. Und man hatte dann ja auch Angst, dass Warner nicht so wirklich unterstützend ist für Herr der Ringe. Obwohl man sich schon bewusst war, dass das halt relativ leicht zu vermarkten ist und dass die Vermarktung halt immer auf einem Film aufbauen kann. Mhm. Und im Endeffekt, er irgendwie 860 Millionen, Harry Potter 970, also es war jetzt schon ordentlich. Mhm. Ein gutes Jahr für Warner. Und vor allem für New Line Cinema. Stimmt. Das waren dann ja auch noch Harry Potter 1 und 2, ne? Die waren ja auch noch ganz in Ordnung. Also Chris Columbus hat das ja auch ganz gut verstanden. Mit dem vierten wurde es ja erst richtig grausam. Ich mag und, den vierten. Was? Du magst den? Ich mag den vierten. Ich fand den ab dem fünften wurde es für mich so ein bisschen schwierig. Fünf und sechs finde ich nicht so. Ja, also der vierte ist halt für einen Buchfan der Horror. Ey, da will ich gar nichts zu sagen, ja. Also wirklich. Da kann ich dir über Dunkle Turm einfach so viel, sag ich mal, Leid nachempfinden. Aber ich habe die Harry Potter Bücher nie gelesen, deswegen. Ich werde die werd wahrscheinlich mit meinem Sohn jetzt demnächst mal lesen. Da haben wir auch wieder Meme. Ah, das kann ich dir wärmstens empfehlen. Also, das macht schon großen Spaß. Aber auf die freue ich mich auch, die mit meinem Sohn zu gucken. Ja. Den ersten Star Wars hattet ihr schon geschaut, ne? Also, Episode 4. Also, meine ich irgendwann mal 4, erzählt. 5, 6, 1 und 2. Ah. Da ist er wieder. Und das Gandalf, das auch schon die ganze Zeit weiß.
Das war damals was ganz Besonderes. Gollum war das erste so richtig längere digital, der erste richtige digitale Hauptcharakter. Mhm. Oder Nebencharakter. Echt? War Jar Jar Binks nicht vorher? Aber gut, den können wir gerne wegfallen lassen. Nee, aber es ist so. Jar Jar Binks war vorher. Du hast ja erst der Richtige. Aber das Mo-Capturing, also das Motion-Capturing, war halt durch Gollum auf eine ganz neue Stufe gehoben worden. Mhm. Aber Gandalf hat auch ein paar gute Zitate. Und im Grunde brauchten sie ja wirklich Gollum bis zum Ende, weil sonst wäre es ja schon wieder schlecht ausgegangen. Yes. Und das ist auch eine Rede, die aus mehreren Bereichen besteht, mehreren Textzeilen, die er teilweise vorher schon gesagt hat in dem Buch, teilweise in anderen Szenen später noch sagen wird. Und das mag ich auch ganz gerne. Sie haben versucht, das schon gut aufzugreifen, was Tolkien da an Dialog vorgegeben hat, auch wenn nicht immer direkt in der Szene angewendet. Das scheint er nicht so zu sehen. This is the way. No, bei Jar Jar Binks war das nur der Kopf. Ah. Okay. Wir sind wirklich Glück, dass Gandalf dabei ist, sonst wärst du sehr dunkel geworden da. Vielleicht hat nur einer ein Feuerzeug. So. Zwergenbinge. Heißt es dann im Original Dwarf Binge? Ich glaube, es heißt, es wird auch teilweise mit Zwergenheim übersetzt, ne? Zwergenbinge oder Zwergenheim? Zwergenbinge müsste Übersetzung 1 und Zwergenheim auf jeden Fall ist bei Kriege. Da haben wir die Kammer von Mazabul. Ich meine, das ist sogar richtiges Tageslicht. Also die Halle liegt so hoch im Berg, dass sie an den Seiten tatsächlich zur Sonne rausstoßen können. Mhm. Also der Eingang ist halb unterirdisch, aber die Stadt später ist weiter oben. Über dem Meeresspiegel. Aber die hatten noch Zeit, ein Grab für ihn zu bauen? Ja, Balin der ist war schon länger tot. Der ist ziemlich am Anfang gestorben, also bevor die Invasion richtig begonnen hatte. Ich glaube, der wurde am Spiegelsee erschossen von einem Ork, ne? Genau. Also quasi direkt vor der Haustür abgeknallt. Absolut kein Heldentod. Nope. Und ich meine, Oin hätte das Buch geführt. Kann das sein? Oin war der Schreiber? Ori, da dachte ich. Ori? Oh, das kann auch sein. Richtig schönen Handschrift. Das kann auch sein. Uri oder Oin, so ähnlich. Achso, ich dachte Urin, der Pinkelzwerg. Sorry. Trommeln. Sie kommen. Ach ja. Mehr Geschöpfe kann man auch nicht erzeugen. Doch, guck.
So fühlt sich meine Freundin, wenn ich um 12 nach Hause komme nach der Arbeit. Ups. Huch. Das finde ich auch so gut gemacht, ja, mit den, super, mit den Trommeln. Das klingt so geil. Oh Gott, und du denkst schon so, oh nee. Legolas spricht tatsächlich immer so was aus, was das Offensichtlichste gerade ist. Legolas und Sheldon Cooper würden sich nicht gut verstehen. Der spammt denn jetzt das Forum zu. Und die Kommentarspalte. Da lacht unsere Community. Wir haben ungefähr 100. Brace yourself, the circle jerk is coming. Die sind halt einfach so gut gemacht. Und jetzt war der Moment, wo wir sagten, ach geil, jetzt ist es soweit. So, jetzt bist du drin, wirklich vollkommen drin, ja, in der Creature-Fantasy-Welt. Bam. Eieieiei. Hat der eigentlich Lendenschurz an, oder was ist das da unten, was ja, da baumelt? So eine Art. Das war ein richtiger Dark Souls-Move gerade. Durch die Beine gerollt und von hinten angegriffen. Uff. Ah, dann war Stamina leider weg. Ja, exakt. Na. Boromir hat zu viel Aggro gezogen. Wie er seine eigenen Leute weghammert. Ey, Daniel, ich kann jetzt nur noch in diesen Schritt gucken, um das herauszufinden, was du gerade aufgelaufen hast. Ja, es müsste ein Lindenschutz sein. Ja. Die gute alte Bratpfanne. Und wenn man dann bedenkt, wie bei Die Rückkehr des Königs die Trolle schwer bewaffnet, voll gepanzert, mhm, die Tore von Minas Tirith erstürmen, Halleluja. Ja, es hat nur so ein kleiner Höhlentroll. Ja, aber warum stehen die beiden jetzt da und sagen nichts? Die müssten den doch gesehen haben. Und kam der Gag mit dem? Nee, der kommt jetzt noch, also der kommt erst noch später mit der Hinweis auf das Shirt, ne? Ja. Ja. Auf das Shirt. Das Shirt. Ja, das gute Nike-Shirt an. Slim Fit Mithril.
American Apparel Mitril. Die Fresse von ihm. Und wieder one for the team. Jetzt machen sie was. Aber da sieht man auch, Gandalf ist noch nicht auf der Höhe seines Skills. Mhm. Definitiv unterlevelt. Ja. Das finde ich geil, dieser Griff an die Unterlippe. Ja. Da ist der Renkor down. Ganz schön viel geballte Trauer in dieser Moria-Mine, ne? Mhm. Mhm. Da. Na gut, da hätten sie im Zweifelsfall jetzt auch noch Sam alleine schicken können. Das hat sich jetzt auch nicht mehr so viel geändert. Aber das wäre eigentlich eher so ein Legolas-Satz gewesen gerade. Er lebt noch, ne? Ja, ja. Er lebt noch. Wilden Eber. Mitril. Mein BH. Deswegen ist der Film auch ab 16. Wo sagen Sie, dass das Ding wertvoller als ein Königreich ist? Das war vorhin. Das war vorhin? Mhm. Okay. Aber das sollten Sie ihm nicht sagen oder so, ne? Irgendwie sowas? Genau, ich habe es Bilbo nie gesagt, aber das ist mehr wert als das ganze Auenland. Ja. So ist der O-Ton. Und im Buch meine ich, dass Gimli danach sogar noch sowas sagt wie, damit hat er den Wert aber weit unterschätzt. Also eigentlich sogar noch mehr wert. Ja, hier ist halt ein bisschen schade, ne? Durch die Version, die wir hier sehen, ist alles so grau in grau. Oh, wie die Ameisen. Blah. Hi. Oh boy, no. Da kommt der Boss. Aber die Orks haben auch nichts mit dem zu tun, ne? Also die sind jetzt nicht wirklich seine Untertanen oder irgendwie sowas in der Richtung, ne? Okay. Da ist auch wieder der Verweis quasi auf Morgoth. Da waren Balrogs und Orks noch Untertanen von einem Herren. Aber Sauron ist nicht mächtig genug quasi, um auch die Balrogs unter sich zu versammeln. Das wäre noch was gewesen in der Endschlacht, noch so ein Balrog dabei. Ja, weil Sauron ist ja quasi der steht ja unter dem Oberbösen, dem Morgoth. Und Morgoth hat fast alle bösen Kreaturen, bis auf wenige Ausnahmen, erschaffen und dann aber auch regiert. Aber Sauron hat nicht dieselbe Macht und hat deswegen auch nicht alles unter Kontrolle. Aber die Orks schon. Jetzt machst du mir Sauron aber echt ein bisschen mies hier. Ja? Ja, im Vergleich zu Morgoth ist das nochmal eine Stufe drüber. Ja, Morgoth ist hart. Aber warum hat man denn nicht gegen Morgoth gekämpft? Na, der ist ja schon außer Dienst, wie du gesagt hast. Ja, stimmt, okay, jetzt mal, ja. Aber es wäre doch eigentlich sinniger gewesen, den ganz großen. Ja, der ist ja schon weg quasi. Weil nach Herr der Ringe kommt doch so gesehen nichts mehr, oder? Ja, glaube nicht. Der Tolkien hat nochmal angefangen, nochmal ein Buch zu schreiben, aber nur den Anfang davon, wo es dann nochmal darum ging, dass nochmal irgendwas Böses zurückkommt, aber dann hat er es doch wieder gelassen. Mit der Schatten, bla bla bla. Na, weil Morgoth ist halt quasi das Silmarillion-Thema. Ja. Hm. Von den ältesten Tagen und Zeitalter 1 müsste das ja dann sein. Das ist alles Morgoth. Oh, da ist er.
Aber alles, was wir hier sehen, ist quasi auch noch aus seiner Feder gewachsen, weil er hat halt Sauron erschaffen, er hat viele der bösen Kräfte überhaupt erst in die Welt gesetzt. Also das ist dieser ewige Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen entsteht aus dem Konflikt der Valar und Morgoth. So kannst du es ja ungefähr sehen. Valar sind quasi wie die höchsten Engel, kann man sagen. Oder nochmal eine Stufe drüber, ne? Oder ja, kann man schon Engel sagen, oder? Ja, keine Ahnung. Das ist einfach schwammig. Und Morgoth war eigentlich einer von denen und ist dann quasi so gefallen? Genau. Ja. Komisch. Kenne ich irgendwoher. Oh, jetzt schießen die auch noch. Da muss der christliche Glaube noch nachrüsten. Es gibt noch keinen richtig guten Begriff für die Valar. Batz. No scope. Ja, jetzt, fand ich schon im Kino schwierige Szene, dass dieses Steintreppenstück genauso in diesem Winkel kippt. Der Zwerg will natürlich. Na gut, dann fällst du, dann lass ich los. Allein schon die Vorstellung, was da jetzt gleich rauskommen muss, ey. Und das jetzt so, ne? Das fand ich schon. Das finde ich immer ein bisschen heikel. Ja. Hä, wieso? Ist doch geil. Ja, aber das ist so Glücksspiel. Oh, gehört auch dazu. Ja, gehört auch dazu. Hast recht. Ich meine, die haben auch extrem viel Pech, so kann man es auch sehen. Ja, sie haben es ja gesteuert mit Frodo. Es sieht halt auch tricktechnisch nicht allzu. Nee, das sieht scheiße aus. das meine ich halt. Sie hätten sich diese Perspektive einfach sparen können. Von der Seite sah es ja ganz gut aus. Aber das jetzt auch, wie das zerfällt, das ist halt einfach sehr ruckelig. Noch Frühstadium CGI. Ja. Oh, jetzt brennt es schon überall. Ja. Oh, shit. Aber hat mich im Kino damals nicht gestört. Ey. Überhaupt nicht. Quatsch. Ich sag nur, im Jahre der Wiederholung, da ist er. Oh, der ist auch so gut gemacht. Und jetzt die Stelle, die mir Game One für immer verdorben hat. Also genauer gesagt, Budi als Zauberer. Du kommst nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Jeder Epos daraus ist verschwunden. Oh, die Szene ist im Buch auch so geil. Das ist so spannend. Flamme von Udun müsste auch der Balrog selbst sein, ne? Weil Udun. Ich meine, aber Udun ist auch ein Ort irgendwo in Mordor. Udun ist, glaube ich, auch irgendwie Untergrund, irgendwas oder so. Könnte auch ein Verbandsname sein. Ja, Balrog, was hast du denn gedacht? Du fette Sau. Nee, warte mal. Super dumm. Ja. Super dumm. Aber von Gandalf war es jetzt auch nicht meisterhaft. Er hätte einfach nur mit dem Rücken zu den anderen zurückgehen können. Ja. Also. Ich meine, kann man auch fast erwarten, wenn man ein Untier, was schon 4000 Jahre oder älter ist, fällt. Aber na gut. Geh. Aber war er jetzt zu schwach, um sich da hochzuziehen? Ich glaube, er will den, glaube ich, auch. Er will da runter und den platt machen.
Er will die Seelen. Ja, genau. Die Bossseele. Das ist auch ein geiler Moment, weil jetzt ist ja die absolute Hoffnungslosigkeit. Gandalf ist am Arsch. Dieser Chor, die Zeitlupe, das wird später nochmal gespiegelt im letzten Teil des Films. Und das finde ich gut von Jackson, wie er das macht. Das ist tatsächlich auch so ein Teil, den ich im Film viel besser finde als in der schriftlichen Version. Weil du liest das und wenn du es liest, ist es so ein bisschen, ja, Gandalf ist tot, ja, weiter geht's. So ein bisschen. Also die sind fast gar nicht, also du merkst gar nicht diese Trauer, die hier so durch die Bilder transportiert wird, finde ich im Film viel besser gemacht. Das stimmt. Ian McKellen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Set. Das war eine der ersten Szenen, noch bevor Gandalf am Set war. Also sie mussten um jemanden trauern, den sie vorher noch gar nicht irgendwie kennengelernt hatten. Und schön auch Aragorn quasi, der jetzt komplett die Führungsrolle übernimmt. Mir vorher eher Gandalf, der das alles gemacht hat. Und Aragorn rückt jetzt quasi sofort nach. So, jetzt schön. Schön mal wieder unter Elben. Jetzt kommt es aber nicht mit diesem Wachstumswasser. Das ist im nächsten Film, ne? Ja, okay. Das ist im Fangorn-Wald. Das sind Ents, ja. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Das wäre geil, jetzt so von links oder rechts aus dem Bild so eine Schelle. Keine Atempause, egal wo sie hingehen. Halli! Da, wo sie drauf stehen, das nennt sich Flat oder Talan. Das haben sie oft in diesen Mallornbäumen oben gebaut, diese Plattformen. Nirgendwo kann man dich mit hinnehmen. Wisst ihr, was er gesagt hat? Ich kacke dir irgendwo hinten oder sowas? Ich weiß es leider nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Die Zwergensprache ist ja leider geheim. Ist er das später bei Helms Klamm? Ja. Ja. Ich kann mir schon das Casting vorstellen. Für jeden einzelnen Schauspieler. Guck mal traurig in die Gegend.
Okay, Chef. Mhm. Ja, normal sind wirklich keine Fremden da erlaubt in Lothlorien, schon gar keine Zwerge. Mhm. Und da gab es auch richtig Ärger normalerweise, weil sie sollten sich dann alle die Augen verbinden. Naja, ursprünglich ja sogar nur der Zwerg. Und dann haben sie alle gesagt, na gut, wir lassen uns jetzt alle die Augen verbinden, damit es kein Drama gibt. Und hier beginnt dann, also, oder das ist eigentlich auch der Höhepunkt in der Feindschaft zwischen Legolas und Gimli, und danach beginnt ja die Aussöhnung in Lothlorien noch. Ja, wo ich finde, die Musik passt nicht. Hier wäre besser. Ja, dat, digi, jak, dat, 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 digi, di, da, da, di, da, di, da, da. Nein, der Ewok-Song? Okay. Ein Wunder, sie haben uns in ihren Stamm aufgenommen. Sie wollen mir zu Ehren ein Festmahl verschicken. Der Architekt von dem Ganzen auch die ganze Zeit so die Waldelben da im Nacken. Nein, nein, das muss aussehen wie ein Blatt. Und gerne auch nur noch auf dem Boden ein paar Blätter. Wir wollen, dass alles aussieht wie ein Blatt. Das sieht doch nicht aus wie ein Blatt. Wir wollen auf Blättern stehen. Okay, ich mach's noch mal als Blatt. Tatsächlich Galadriel ja die Oma von Arwen, also quasi die Mutter von der Schwiegermutter von Aragorn so ungefähr. Mhm. Und sie steht auf Stelzen. Ah. Aber wie hieß denn die Tochter noch mal von Celebrian. Celebrian. Brigitte. Celebrian. Guck da, da steht sie auf Stelzen. Wenn bei den Close-Ups bei Galadriels Augen, da seht ihr so Weihnachtskettenlichter, die sich darin spiegeln, weil immer gesagt wurde, spiegeln sich die Sterne in ihren Augen, und dann haben sie so im Hintergrund immer mit der Weihnachtskette geleuchtet. Musst du mal drauf achten. Aber ein schönes Detail. Ja, sieht schön aus. Wirklich, also wenn man sich solche Mühe macht, mhm, damit man diesen kleinen Augenblick irgendwie darstellen kann, da weißt du auch. Augenblick. Nochmal ein Diss. Ach, Kippletsch. Recht deutlich. Oh. Cool, danke für den Prep-Talk. Das sagt sie, nachdem sie komplett die Hoffnung zerstört hat. So, ja, ist eigentlich vorbei, die Reise. Pep-Talk meine ich natürlich nicht, Prep-Talk. Ich könnte da nicht wohnen, ich würde wahnsinnig werden, wenn jede Nacht irgend so ein Elb auf dem Balkon steht und singt. Ja, ich finde das schön. Ja, einen Abend. Ja, irgendwann wird man vermutlich verrückt, das stimmt. Ja, vor allem kann jeder bei dir reinglotzen, oder? Also da hast du ja überhaupt keine Privatsphäre bei denen. Ja, brauchst du auch nicht bei Elben. Die haben ja auch kein Internet, die brauchen die nicht so dringend. Aber das sind schon so ein bisschen die Hipster von Mittelerde, die Elben, oder? Warum, was meinst du? Nee, die fühlen sich schon so ein bisschen elitär. Und ja, das stimmt. Das ist auch der Grund. Die waren ja auch die ersten Kinder.
Das stimmt. Sind so die Ersten, die da auf der Welt waren. Aber das ist auch der Grund, warum ich sie weniger gerne als die Zwerge. Weil wenn du mit denen zusammen bist, musst du ja die ganze Zeit aufpassen, dass du dich nicht daneben benimmst. Also edelmütig und rein und weiß. So. Ich meine, wenn da einer mal was verschüttet, dann ist da gleich Staatskrise. Ja. Mal pupsen ist auch nicht drin. Naja. Ja, was meinst du, wie Elben sind, wenn die mal unter sich sind? Da geht's ja richtig ab. Ah, das möchte ich gerne mal wissen. Ob dann wirklich die Orgie veranstaltet wird. So eine Elbenorgie. So, wahrscheinlich Drecksau-Party. So. Ja, genau, so eine Drecksau-Party. Ich wette, da fassen die sich noch einmal mit dem Finger an. Oh! Lorien ist nur einmal im Jahr. Eddie, bei welcher Länge sind wir gerade? Yes. Bei welcher Länge sind wir gerade? Wie ist der Timecode? Noch 49 Minuten, oder was willst du wissen? Ja, genau, wie lange wir jetzt schon geguckt haben. 2 Stunden 38. Haben wir schon geguckt? 39, ja. Boah, krass. Das wäre zweimal der Zeichentrickfilm. Wahnsinn. Fast. Aber wirklich, Herr der Ringe, du rechnest ist du noch in Zeichentrickfilm einhalten. Mein Sohn ist 100 Zeichentrickfilme alt. Ja, man nimmt halt immer nur die schönen Seiten des Lebens. Ja, yep, allerdings ist damit Faramir dann gemeint. Ja. Tada. Du wirst auf jeden Fall nicht dabei sein. Wäre nicht schlecht gewesen, auf die Schulter klopfen. Schauen wir mal. Also, Kate Blanchett ist auch perfekt für Galadriel. Mhm. Also, wenn ich auf dieser Erde irgendjemand sagen müsste, er wäre Elben gleich, dann wäre es Frau Blanchett. Ja. Ich habe auch gelesen, dass sie durch den Ring, also sie hat ja Nenya, Ring des Wassers, dass sie deshalb diese ganze Magie im Sinne von hier der Spiegel, Wasser im Spiegel und so, dass sie deshalb das so gut wirken kann, die ganzen Wassersachen. Also ich weiß nicht, ob sie das so gut könnte ohne den Ring. Ja, passt auf jeden Fall. Und aber ist das wichtig? Also wirklich, lebt diese Welt jetzt weniger oder ist diese Welt weniger lebendig? Nö, gar nicht. Das ist einfach nur so ein Funfact. Ja, die sieht fast immer noch so aus, ne? Mhm. 20 Jahren. Klar ist die Frau älter geworden, aber trotzdem, wenn man die so im Film sieht, kriegen sie fast immer noch so hin. For all my homies. For some liquor. West side till I die, bitch. 2001. Dass diese ganze Szene ist auch eine richtig schöne Hommage an das richtige Ende von den Büchern, wo ja die Hobbits zurückkommen und wirklich das Auenland versklavt wurde. Das heißt, wir sehen es zwar nicht in den Filmen am Ende, aber hier sehen wir so die Vorschau, wie das Buch tatsächlich endet. Und dann hast du am Ende noch so eine richtige Schlacht im Auenland und sowas alles. Da war ich richtig überrascht, als ich das Buch gelesen habe und dann plötzlich dachte, what, was kommt denn jetzt noch? Wird die denn auch nur so auf 2 Seiten abgehandelt? Nee, oder? Das sind noch so 100 Seiten. Echt? Das ist noch einiges. Ui. Ja, also es hat nicht mehr so eine Riesendramatik. Du weißt schon, okay, das wird auf jeden Fall gut ausgehen. Dafür sind die Hobbits auch einfach zu gereift durch ihre Reise. Mhm. Aber da passiert noch mal gut was. Aber da hast du wirklich sowas am Ende. Und Saruman stirbt tatsächlich da auch ganz im Auenland. Die Szene gibt's auch im Zeichentrickfilm gerade. Oh, okay.
Du Schmutzfink. Raytracing. So geht's uns allen, wenn wir in den Spiegel gucken. Dass wir unser Scheitern sehen, meine ich. Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich es nicht nachvollziehen kann, deswegen. Oh, hätte ich auf jeden Fall lieber als Sauron irgendwie. Ist halt auch immer noch ein bisschen humanoider als so ein großes Auge. Kannst ja gar nichts mit connecten. Auge. Drama Queen. Vor allem, genau, warum regst du dich so auf über eine theoretische Situation? Naja, sie hätte den ja jetzt gerade nehmen können. Genau, ich glaube, das ist nicht aufregend, das war doch quasi, also das wäre, was das würde passieren, wäre sie dieser Versuchung jetzt gefolgt. Das war quasi, da ist der andere. Unvermeidbar. Showcase, oder? Ja, keine Ahnung. So ein kleines Foreshadowing. Ich glaube nicht, dass sie das kontrollieren konnte. Also, dass sie gesagt hat, jetzt werde ich mal grün und groß. Aber warum haben die denn die Ringe überhaupt erst angenommen? Das waren ja eigentlich mal Geschenke. Also Sauron hatte sich als Herr der Geschenke, Anatar hieß er, glaube ich, ne, unter die Elben gemischt und wollte denen schöne Geschenke machen. Und die Ringe, die können ja auch so ein bisschen was, also irgendwie andere Leute beeinflussen oder so ein bisschen die Elemente steuern und so. Was sie ja nicht wussten, dass er da heimlich noch einen schmiedet, mit denen er alle anderen kontrolliert. Das haben die aber, ich glaube, die Elben haben das schnell gecheckt, haben die dann nicht mehr angezogen und haben gesagt, was geht denn hier ab? Und die Menschen, die haben es nicht gecheckt. Ja, und der Sauron hat die ja gemeinsam mit einem Elb geschmiedet, ja, mit dem Celebrimbor. Und zudem hatten sie natürlich ein Vertrauensverhältnis und haben dann erst später bemerkt, dass die da betrogen werden. Mhm. Und dass eben Sauron im Hintergrund so einen größeren Plan hat. Der kommt doch auch in dem Spiel vor, in dem Shadow of Mordor, oder? Er ist ein anderer. Ja, das ist nicht so Kanon. Aber da zeigen sie auch den Typ, der die Ringe geschmiedet hat. Ach so, in dem Spiel. Ich war gerade bei Schlacht um Mittelerde irgendwie. Nee, ich rede von dem Spiel. Ja, doch. Erinnerst du dich an das Bild? Wie ihm da was übers Kinn läuft. Das Shitty Painted Bild? Wem hast du die Treue gemacht? Ja, stimmt. Nee, ich hatte gerade, aber ihm lief ja dieses Blut übers Kinn. Ich hatte kurz diesen wahnwitzigen Gedanken im Kopf, wie Saruman so ein Tuch nimmt und so abtupft. Was hat das mit der weißen Hand auf sich? Das ist einfach sein Zeichen. Genau. Das Logo ist auch. Kriegübersetzung, ey. Ach, da ist er. Wie auf der Gamescom. Auf ich warte ein T-Shirt. Oh, pass hier auf. Ja, Entschuldige, Ricky. Aber wo wird denn jetzt der Lotsname genannt? Also, kommt der Name wirklich im Film vor? Müssen wir gleich mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Hier, Eddie, jetzt kommt dein Brot. Aber vorher nehmt ihr doch diese Broschen. Die sehen aus wie Blätter, weil wir Blätter mögen. Zeig die mal, Anton. Ja, hier, ich habe auch eine. Bin schon kontaminiert. Ich habe meine zu Hause. Stark. Dieses Ja.
Das heißt, das Zeug macht Verstopfung wie die Hölle. Perfekt für eine Reise. Du kackst quasi Briketts am Ende der Periode. Das ist so. Wie also dieser Riegel da von der Bundeswehr. Ja. Die Panzerkekse. Ja, das sieht jetzt die einfach aus wie so eine richtig lame Ride im Phantasialand, diese Boote. Stimmt. Da gehen nur die Leute drauf, die Höhenangst haben und keine Achterbahn mögen und so ein Kram. Oder wenn du mit deiner schwangeren Frau im Disneyland bist und nichts fahren darfst, was älter als sechs irgendwie geeignet ist. Hier, guck schon, die paddeln, ey. Sieht auch schön wieder Blätter Blatt. Natürlich. Bringt Erinnerung ans Taunus Wunderland zurück. Ich glaube, das ist auch Extended Edition. Mhm. Ja. Oh, jetzt gleich kommt unsere Cold Open Szene. Die kriegen im Buch nur Gürtel, ne? Das fand ich nämlich scheiße, damals, als ich das im Kino gesehen habe, dass die nicht ihre geilen Quest-Items gekriegt haben. Ja. Ich glaube, Boromir und die beiden Hobbits, also die Merry und Pippin, kriegen nur Gürtel. Und da dachte ich auch so, okay, wow. Übrigens, dann Korrektur zu dem, was wir vorhin über Aragorn gesagt haben, weil die Schwerter, die er rausgibt, sind dann ja gar nicht die besonderen, mit denen nachher auch der Hexenkönig gefällt wird. Die kriegen sie ja jetzt nach Film. Haben sie Schwerter gekriegt? Nee, ja, die haben so Dolche bekommen gerade. Ja, aber nur im Film. Ja, aber also das war eine Korrektur zu dem Film. Also wir haben ja eben in der Filmszene gesagt, da werden die Schwerter rausgegeben worden, mit denen die nachher auch auf dem Schlachtfeld von Minas Tirith kämpfen, aber die kriegen sie ja jetzt gerade erst. Haben die jetzt alle Dolche bekommen? Nur Pippin und Merry, aber Frodo hat Stich und Sam ist ja eh nicht dabei. Sam kriegt dann normalerweise auch noch schön die Erde und so ein Malo. Wenn er jetzt sowas zwischen den Zähnen gehabt hätte. Sie ist schöner als alle Diamanten oder der. Dann so ein Stück. Sie haben dabei. Ja, Sam hat das Seil bekommen. Genau. Mhm. Anstatt die Erde. Mhm. Ja, die Erde wird, glaube ich, hier gar nicht erwähnt. Das ist auch nur im Buch. Brustbehaarung. Ursprünglich mal kein Stern. Heutzutage fährt er nur mit seinem Schiff hin und her am Himmel. Ja, das ist dann ja Silmarillicht, ne? Mhm. Muss es ja quasi sein. Oder benutzt es als Waffe gegen eine Riesenspinne. Hätte man ja auch sagen können. Wäre vielleicht ein bisschen hilfreicher gewesen. Wirklich dieses Geschenk von Galadriel an Gimli, da merkt man erst, wie wichtig es ist, wenn man so ein bisschen Galadriels Hintergrundstory kennt, weil sie wurde einmal von einem sehr wichtigen Elb namens Feanor gefragt, ob er 3 Haare von ihr bekommen könnte und sie hat gesagt, nein, du kriegst kein einziges. Und Gimli fragt, ob er 1 bekommt und bekommt 3. Das ist als Zwerg schon richtig krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, Feanor wollte die in die Silmaril reinmachen. Nee, ja. Wo wird das denn gesagt? Das weiß ich gar nicht. Silmaril, ja. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ah, das sind auch so geile Shots, ey.
Ja, die Kamerafahrt über den Fluss. Mhm. Aber die Lieblingskamerafahrt kommt gleich noch. Ja, also dauert noch nicht mehr lang. Und meine Lieblingsstelle kommt auch. Kommt jetzt, ne? Die kommt noch, ja. Dum, dum. Das sieht auch geil aus. Die sind schon badass. Das muss wohl, die haben so eine Kampfszene im Wald an einem der heißesten Tage überhaupt gedreht. Mit irgendwie, was haben sie gesagt, in dem Making-of? Die rechnen es dann irgendwie um, so 100 Grad Celsius, also beziehungsweise, oder 100 Grad Fahrenheit oder was weiß ich, was sie gesagt haben. Also es muss richtig brutal heiß gewesen sein. Und die standen da halt alle im Wald mit voller Montur und Kampf und mussten kämpfen. Ja. Die sind halt wirklich so krass, weil die Uruk-Hai bei Sonnenlicht und was auch immer, sie können einfach weiterrennen, wo die Orks dann schon sehr beeinträchtigt werden, weil sie eigentlich nicht so Sonnenlicht-Kreaturen sind. Das ist den Uruks halt völlig egal. Ja, Orks kommen doch bei Nacht nur raus, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Oder bewegen sich auch nur bei Nacht? Ich glaube, die können auch bei Tag was machen. Oh, what? Die Szene habe ich auch nie gesehen. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre wirklich nur im Buch. Den Baumstamm. Krass. Exakt den gleichen Satz hat Gandalf in Moria gesagt. Ja, aber die Szene mit dem Baumstamm hier. Ich muss nur lachen, wie der da angeklatscht ist. Hat sich da bestimmt wehgetan. Der hat aber auch große Augen. Warum ist so dieser Nervige, der ständig mit seinem Vorschlag wieder ankommt? Arschloch. Haben Sie schon erklärt, dass diese Umhänge eigentlich so eine Tarnfunktion haben? War das schon? Ich habe das jetzt vermisst. Das sagen Sie doch auch nochmal. Ich glaube, nie zuvor haben wir Fremde in die Gewänder unseres Volkes gekleidet. Ja. Sie werden euch vor unliebsamen Blicken schützen oder sowas. Ja, aber so genau das mit dem Tarnen sagen Sie nicht. Also, dass du dann aussiehst wie ein Stein, sagen Sie nicht. Ja, das ist auch typisch Elben. Die setzen das einfach voraus, dass du das dann verstehst. Ich glaube, im Film ist es Isildur und Elendil. Und ursprünglich sind es aber Isildur und Anarion, also zwei Brüder. Anarion hat man ja auch komplett ausgesprochen. Ja, Anarion einfach. Huscht. Halt, stopp, sagen die. Ja. Du kommst hier nicht rein. 2 Meter Abstand. Aber schon geil, dass Jackson einfach mal so 2 Felsmassive da komplett bearbeitet hat. So, ne? Ja, das hat 30 Jahre gedauert, die Vorbereitung. Hat auch selbst gemacht. In Neuseeland hast halt nicht viel zu tun. Ja, da drehst du halt mal Braindead und Bad Taste und Meet the Feebles, aber dann, ne, was bleibt dann halt? Steinhauerei. Das müssen davon müssen die Rauros-Fälle sein, ne? Mhm. Ja, da willst du nicht runterfahren. Nee. Da wird dann die Phantasialandfahrt auf einmal ab 16.
Gibt es überhaupt Sinn, wenn doch die Orks im Dunkeln besser sehen können und agiler sind? Warum dann warten? Wer? Das ist ja auch eine Extended Scene, glaube ich. Oder? Würde ich jetzt nicht aus nicht der Erinnerung sagen können. Also nicht komplett. Weil jetzt kommt der Boromir, genau. Die Szene habe ich jetzt schon, ja, 3 Stunden gewartet. Schon. Du bist böse. Laien. Ja. Das ist so wie, leist mir mal eine Kippe. Ja. Wie ist denn das? Wenn er unsichtbar ist, dann ist er auch nicht mehr zu greifen, oder was? Doch, doch, wäre er schon. Weil er lag ja auf ihm quasi. Ich glaube, das ist der Schock gewesen, dass er ihn dann losgelassen hat. Aber er müsste ihn greifen können. Das ist ja auch die Endszene in Teil 3, wo Gollum und Frodo am Rande der Schicksalsklüfte kämpfen. Er hat ihn ja noch so ein bisschen weggetreten, so nach hinten getreten. Ein bisschen weggetreten. Jetzt so durch die Luft geflogen wäre. dreifache Drehung. Oh, da ist der Stalker wieder. Ist aber auch schon ein kleiner Tollpatsch, ne? Fällt ständig um und hin. Hätte Pipi in den Ring, hätte der wahrscheinlich in Moria fallen lassen. Ups, in den Brunnen gefallen.
Da sieht man schön Barahirs Ring, den Ring von Aragorn. Barahir ist quasi der Vater von Beren, wo wir auch schon vorher drüber geredet hatten. Erbstück des Hauses. Mhm. Ursprünglich von Finrod Fehlergund an die Menschen gegeben. Der Bruder von Galadriel. Stimmt. Gab es ja im Buch auch nicht, ne? Die Entscheidung von ihm jetzt ihn ziehen zu lassen oder so, beziehungsweise ja, die Bestätigung. Das hat er alleine gemacht. So, jetzt geht's ab. Jetzt wird geschnetzelt. Ja. Hält er schon wieder. Oh Mann, oh Mann. Well. Nein. Ach, Pippin, ach, Mann, oh Gott. Das macht die auch nicht stutzig oder so. Warum auch? Naja, gut, sie wissen ja nur Halblinge, ne? Mhm. Sie können ja nicht unterscheiden zwischen Deppenhalblingen und wichtigen Halblingen. Aber nicht die, die hier schreien. Oh, jetzt hackt er gleich einem den Kopf so geil ab, ey, dass der so richtig wegfliegt. Da merkt man den Braindead Peter Jackson. Aber was macht der Urukai da? Welche? Jetzt ihr hier. Er holt komplett aus. Klare Ansage, bringt mir die Halblinge lebendig. Er holt komplett mit der Axt aus. Was hat der denn vor? Ey, der stand vielleicht in der letzten Reihe, hat es nicht ganz mitbekommen. Irgendwas mit Halblinge. Ja, genau. Töte die Halblinge, okay? Ey, ja, Legolas ist auch so imbar mit seinem Bogen, ne? Bringt mir die Beinlinge. Ach, die Beine, alles klar. Ja, wieder so ein Legolas-Satz. Ja, genau. Was? Ich dachte, das wäre der Bus. Hier, da. Oh. Hier, das ist herrlich. Guckt euch an. Da, genau das. Zack, diese ganze Fahrt. Mhm. Das haben das sie mit einem ewig langen Seil gemacht, durch die Bäume gespannt, an der die Kamera, an dem die Kamera hängt. Das ist schon geil. Ja. Ja. Ach, das war doch nicht zum Trinken. Nein, ich kann noch kämpfen. Ich hab doch noch Beine. Stell dir vor, du bist ein Urukai, musst erklären, dass ein Hobbit dir einen kleinen Stein an den Kopf geworfen hat und du deswegen umgefallen bist. Sorry, Chef, es tut mir voll leid. Das ist schon. So, jetzt sind wir gleich wieder an diesem nächsten Verzweiflungspunkt. Boing. Aber es ist ja wohl auch ein Irrglaube, dass Hobbits schwach sind, ne? Mhm. Ja, sie sind geschickt, glaube ich. Und sehr zäh, so werden sie immer beschrieben.
Das sind keine Kampfmaschinen, aber die können schon durchhalten. Ja, Sean Bean, das hast du dir selbst zuzuschreiben. Spielst du auch immer nur die Deppen. Aber es ist auch ein ehrenvoller Abgang. Naja. Weiß ich nicht, ich find's gut. Er hat die beschützt und eine Karriere gestartet danach als Schauspieler. Ja. Und konnt's nochmal in Game of Thrones wieder gut machen. Ja. Auch wenn er da auch gestorben ist. Ups, Spoiler. Aber hier hat man wieder diesen Zeitlupen-Moment und die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit. Das finde ich cool. Diesen Willen trotzdem noch alles zu geben bis zum bitteren Ende. Das ist Heroic Bloodshed, meine Freunde. Mhm. Ja. Sebastian Schweinsteiger-Moment. Kriegt ihr noch einen ab? Das ist tatsächlich schon in zwei Teile, habe ich gerade gesehen. Hm? Das Horn war schon da in zwei Teilen. Ach so. Mir auch vorher noch nicht aufgefallen. Ach, guck mal, was das auch für dicke Stöcke sind, die sie in der in die Brust gejocht haben. Jetzt kriegt er nur noch mal einen ab, oder? Mm-mm. Ja, vom Oberboss, oder? Genau. Nicht? Er will, aber. Doch nicht. Oh. Jetzt kommt auch nochmal gleich eine wichtige Szene. Was heißt wichtig, aber eine geile Szene. Mit dem Messer abwehren? Ja. Ja. Hier, da ist es jetzt, glaube ich, ne? Mhm. Das Messer hat der Darsteller nämlich jetzt wirklich geworfen. Es sollte eigentlich im Baum hinter Viggo Mortensen landen. Boah, was? Ja. Und dass er das wegschmeißt oder wegschlägt, war nur der Reaktion von Viggo Mortensen zu verdanken, weil sonst hätte ihn das Ding halt getroffen. Alter! Und er hat es halt wirklich weggeschlagen, das finde ich noch so geil. Also es war nie so geplant, dass er das Ding wegschlägt. Es sollte halt eigentlich... Holy shit! Und ich glaube, das kommt halt auch davon, weil es halt so heiß war an diesem Tag und die waren halt alle am Arsch und er hat es halt nicht richtig auf die Reihe gekriegt und durch das Kostüm. Na, solange die Enthauptung danach nicht echt war. Aber die Enthauptung ist geil. Sie haben die Kleinen. Klar. Riesen Respekt vor Viggo Mortensen. Ja, der Typ ist eh krass, ne? Mhm. Also der hat sich ja auch nach sämtlichen Filmen, die er irgendwie gemacht hat, hat er sich immer so eine richtig lange Auszeit genommen, weil er sich ja immer so derartig in die Rollen reinsteigert. Mhm. Ich glaube, er war auch derjenige, der ständig dann auch mit seinem Schwert rumgelaufen ist und so. Ja. Nur weil er es richtig fühlen wollte. Genau, da gibt es diesen schönen... Ja, machen wir nachher. Ist gerade zu schön. Ehrenmann.
Ruiniere ich jetzt im Moment, wenn ich was sag, oder? Nee. Zu spät. Ey, schon so dunkel, oder was, Eddie? Ja, was? So, ihr seht ja nichts da, ihr seid ja abge... Das ist jetzt so eine traurige Szene, da habe ich geweint im Kino. Ich auch. Also wenn jetzt Sam gleich kommt. Ja, wenn er da durchs Wasser stampft. Weil das echte Freundschaft ist. Man muss ja wirklich bedenken, dass er panische Angst vor Wasser eigentlich hat, der Sam. Hm. Das stimmt. Jetzt. Ah, großartig. Ey, im Kino war das so super. Mhm. Das war übrigens nicht Sean Bean, der auf dem Boot lag, sondern eine Puppe, die sie von ihm angefertigt haben, weil er zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, nicht mehr am Set war. Legolas ist schon ein bisschen langsam, also im Kopf. Er hat alles auf Bogenschießen geskillt. Ja, und auf Dinge benennen, die eigentlich offensichtlich sind. Ja, genau. Eine rote Sonne geht auf. Er hat auch immer diesen nachdenklichen Blick. Ach so, heute ihr Nacht. Wollt gar nicht dahin. Heute Nacht wurde Blut vergossen. Frank Drabin-Look ist das, wenn Frank Drabin gerade wieder was rausgefunden hat.
Let's hunt some orcs. Und ist der perfekte Ausstieg aus dem Film. Ja, habe ich auch eben gedacht, ja. Ich saß da und dachte mir so, geil, jetzt geht's weiter. Und jetzt will ich noch mehr sehen und gib mir mehr und keine Ahnung, jetzt bin ich endlich in diesem Herr-der-Ringe-Abenteuer und jetzt sind wir voll bei der Sache so, ja, das alles war nur auf Galopp und so, aber jetzt geht's ab. Und dann macht der Film, zack, genau das Richtige, er macht nämlich aus. Und du sitzt dann da, fuck, ja. Wann ist Weihnachten nächstes Jahr? Weihnachten. Ja, kannst du auch sein, Freund. Ja. Das müssen jetzt die Emin Muin sein, diese zerklüftete Gegend. Ja, aber guck mal, da hinten links sieht man eine Stadt. Was ist denn das für eine Stadt gewesen? Das eine oder andere? Welche Stadt? Da war so eine Stadt hinter einem der Berggipfel zu sehen. Oder vielleicht sah es eine Stadt ähnlich aus. Sehr schön. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber beim Schwarzen Tor ist noch was. Yo, yo, yo! Und da saß du dann danach da und hast dir gedacht, geil, da kommen noch zwei Filme von. Ja. So ein Jahr warten. Ja, ein Jahr warten, aber wenigstens wissen, dass sich das Warten gelohnt hat und dass es halt wirklich vielversprechend ist, dass der nächste genauso geil wird und der übernächste auch so, dass da jemand war oder dass da genug Leute mit Planen und mit Visionen und mit der nötigen Liebe da am Start sind, die das Ganze halt versucht haben, so adäquat wie möglich umzusetzen. Und das fand ich mit den entscheidendsten Faktor, dass du da sagtest, geil, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will unbedingt, ich kann kaum abwarten bis nächstes Jahr. Super. Gibt's noch eine After-Credit-Scene, wo man vielleicht irgendwie noch einen neuen Charakter einführt oder so? Tom Bombadil taucht dann nochmal. Lost Scene. So ein Zoom auf irgendein Artefakt oder sowas. Habt ihr das eben gesehen, als Viggo Mortensen und Sean Bean ihre Abschiedsszene hatten, dass da so ein Wassertropfen an irgendeiner Haarspitze von Viggo Mortensen hing und die ist erst ganz zum Ende ist die runtergetropft. Ist mir jetzt auch zum ersten Mal richtig aufgefallen. Also wirklich ganz am Ende der Szene ist die halt runtergefallen. So. Das ist schon gut. Das ist wirklich alles gepasst. Ja, das war's mit dem Audioflick mit Herr der Ringe, Die Gefährten. Wir werden natürlich Teil 2 und Teil 3 in absehbarer Zeit dann auch machen. Ob das noch dieses Jahr was wird, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres. Ja, schon Januar, Februar. Wir haben schon Weihnachten. Das läuft ja erst am 25. Dezember. Das macht keinen Sinn. Wir werden es dieses Jahr nicht mehr schaffen. Aber das hat trotzdem großen Spaß gemacht. Wir sind sehr gespannt, wie euch der Film gefallen hat. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen mit uns? Dann tut's uns leid. Habt ihr ihn schon gekannt? Wie war das damals? Wann habt ihr ihn das erste Mal gesehen? Was bedeutet Herr der Ringe für euch? Wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht, mit uns diesen Film noch mal zu gucken. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, mit euch zu gucken. Ich habe auch noch eine Menge gelernt, viele Namen und Stammbücher. Also ich finde auch nach wie vor, man kann den gut gucken, auch wenn das so eine lange Länge hat. Ja, ich finde den auch durchaus unterhaltsam immer noch. Also der bisschen kitschig immer noch für meinen Geschmack an der einen oder anderen Stelle, aber passt irgendwie. Also ist irgendwie es ist High Fantasy und deshalb, es ist auch die Mutter aller Fantasies und ich finde es deshalb auch nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, ob es heutzutage, so 20 Jahre später, so von der Belichtung und der Bedeutungsschwangerschaft, ob das alles noch genauso gemacht würde. Aber ich finde, es passt zur Zeit und es wird der Vorlage auch gerecht. Und so ein bisschen Pathos und Kitsch, jetzt mal, come on, Alter, wir kommen alle vom Theater, ne? Also auch das da. Das kann wirklich einfach auch mal in Ordnung sein, so, ja, für die entsprechenden Dinge. Und die nehmen sich ja auch dementsprechend ernst. Das kann man darüber, kann man sich lustig machen, aber man kann auch einfach sagen, okay, das ist so und wir gehen halt mit. Ja, vor allem, du hast ja auch viele elbische Passagen hier drin, da passt es einfach gut. Ich glaube, in anderen Filmen hast du nicht mehr so krass viele elbische Passagen. Ja, und die Welt ist ja auch in sich so glaubwürdig, ja. Ich fände es viel schlimmer, wenn jetzt aller Disney alle 2 Minuten einen One-Liner oder irgendein
ein Gag kommen würde, der diese Atmosphäre brechen würde mit so einer Pseudometer-Ebene. Der Film ist, und das mag ich auch an der Urtrilogie bei Star Wars, der nimmt sich selber ernst in seiner Welt und dann funktioniert es auch für mich. Dann kann man das mögen oder nicht, aber das ist einfach die Welt, die der sein möchte. Und dann finde ich das auch, finde ich das total konsistent und gut. Mhm. Ja. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Yes. Ich muss mich mal bewegen. Ich liege seit 4 Stunden flach. Ich meine, Knochen müssen sich bewegen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, vielen Dank, Anton. Vielen Dank, Mara. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Eddie. Das war's mit dem Audio-Pflück. Wir sehen uns wieder bei Teil 2. Audio-Pflück. Wir pflücken. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.